Ja, servus mein Hund, grüß euch Jungs. Gehen wir ab Schnür mit einem weiteren Gameplay von eurem Frederik H. Willkommen. Und danke an den Gumbel für den Support. Willkommen Gumbel, schön, dass du da bist, Bursche. Danke auch an Guns Gaming, Stiller Banger Song. Ja, das ist ein absoluter Klassiker, den Stream so zu eröffnen. Ab in die Kluft, ab in die Kluft, Burschen. Okay, wait, das ist Shen Support, ne? Fuck. Da wurde ich leider gebaitet mit dem GP Blind. Es könnte auch Rumble Support sein, allerdings. Ist auch okay. Ey, Freddy, hast du schon mal diesen nice MOBA Gigantic gehört? Nee. Können wir uns nach dem Game anschauen, wenn du mich erinnerst. Was deine Lieblingssüßigkeit? Wahrscheinlich Chips. Wahrscheinlich Chips, wahrscheinlich Knickknacks. Ja, würde ich tippen. Poolparty GP. Ja, kann ich ja machen. Ich will die Orange. Nein. Oh mein Gott, ich habe den Spezialskin nicht. Nö, nö, nö. Hey, auch auf dem Midlane-Account schon die ersten Masterspieler, Leute. Let's go. Let's fucking go, Hey, wann geht die Windchallenge weiter? Ich glaube nicht, dass wir die noch fertig machen. Ich habe gefragt, aber heute hat keiner Zeit. Also ich glaube, das war's. Die ist einfach nicht geschafft. Ich meine, ich überlege mir, ob ich sie fertig mache heute als Nachtprogramm einfach. Ob ich wieder ein paar Stunden reinklotze da am League-Stream. Und versuche, die drei Punkte noch zu machen. Kalkbrenner. Viel Leben dank dir, Kalkbrenner. Schön, dass du dabei bist. Hast du denn eine Aufnahme mit dem Pietz? Hatte ich schon, ja, hatte ich schon. Die war heute um 13 Uhr, war die. Was ist die Strafe? Es gab keine Strafe. Ich meine, das war nicht wirklich eine Win-Challenge, ne? Das war so ein Spieleabend. Ich war einfach froh, dass sich mal wieder alle NNO-Altjungs Bock hatten, was zusammen zu machen. Das war einfach mal schön wieder. Aber es war ja von Anfang an, gab es ja keine Strafe und es gab eine feste Timeline. Also da kannst du ja keine Windchallenge draus machen. Das sind die Busterschen. Pescovi und Eddie, vielen lieben Dank für den Support. Wollt ihr aber speziell Süßigkeiten wissen? Dann wahrscheinlich Kaiserschmarrn. War Agurin denn dabei? Agurin war nicht dabei, nein. Other dancing queen. Do I look like a patient man? Agrin ist am Wochenende dabei. Agrinus, am Wochenende habe ich für uns ein Turnier organisiert, ein League-Turnier. Da ist Agrinus dann auch mit dabei. Bro, what are you trying to do here? Stop disrespecting the plank. Matt, what are you trying to achieve? Hä? Was denkst du, wer du bist, Bro? Denkst du, kannst mein Barrel attacken, oder was? Mein Barrel! Okay, also mittlerweile sind sie echt frech, ey. Die Leute. So frech. Das ist so krass, wie selten wir auf dem Mid-Account Mitte bekommen, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das fängt jetzt schon wieder richtig blöd an, ja. Wir spielen jedes zweite Game Top-Lane jetzt, seit wir Master MMR haben. Oder Diamond 1 Master MMR, meine ich. Bin so gespannt, ja. Hm.
Nice. Was hattest du früher so für Hobbys? Ne, ich habe immer schon viel Videospiele gespielt. Früher habe ich noch sehr viel Sport zusätzlich gemacht. Also ich habe angefangen, als ich sehr jung war. Also erst habe ich mit Skifahren angefangen. Dann habe ich Tennis angefangen und Badminton und Leichtathletik. Und in Leichtathletik habe ich mich spezialisiert auf Wurfdisziplinen. Ähnlich wie in League of Legends. Und ich habe dann bei Events habe ich dann so Sachen wie Diskus, Speer, Hammer, Kugel habe ich gemacht. Wobei ich Hammer nie richtig konnte, muss ich ehrlich sagen. Das war nicht mein Gerät. Oh mein Gott, wenn ich das Barrel da... Ich hätte den Action da komplett gekillt. Der wäre wieder zurück. Was macht der denn? Ein absoluter Psychopath, der Kerl. Bro, what are you trying to do? Also aus, als würde er stehen sogar, huh? What are you think you are playing against? It's the Don. Das war so gut, bevor mein eigener Jungler kam. Mein Gott, ich hab dann so gesmurft, boy. Und dann kommt mein Jungler, hüpft einfach in die Reihen und bringt uns beide um. Ist das krank, ey. Alter, ist das gemein. Jetzt bin ich actually behind. Dieser Drecks-Juggler. Ist das disgusting. Wow. Jetzt habe ich eine gefiedete Wave. Er wird Level 6 hitten, oder ich nicht. Matreo. Gimme, gimme, gimme. Jo, LP, reit nach Hau. So. Nopfen ist bald 6. Auch kann er nicht sehr sein, ne? Shit, das ist jetzt natürlich sehr gefährlich, ne? Kann der jetzt schon 6 sein und paar mit uns? Ich hätte ihn da eigentlich töten können, ne? Ich hätte einfach ulten und wäre tot gewesen. Ja, ich war mir halt nicht sicher, ob der Ult schon haben kann. Er ist ziemlich sicher halt irgendwo auf der Topseite, der Nocturne. Er steht halt schlecht für uns. Gerade wird er Goobies nehmen, höchstwahrscheinlich. Ich kann nicht dahin laufen, Bro. Ein sehr wichtiges Barrel, das ihr sittet. Und dann ist die Wave deleted und ihr könnt einfach basen.
Oh, wow, wow. Der ist wieder oben. Na, die Wave steht terrible für uns, aber wir haben auch TP. Theoretisch. Ich glaube, es ist besser zu laufen sogar, ne? Der Rumble war auch noch oben. God damn, Bro. I found my hate in the fire. Der war doch genau mehr. Der ist tippet. Also wir sind jetzt natürlich, das ist nicht gut, wie das gerade läuft. Theoretisch können die auch auf uns warten und uns direkt killen. Nee. Ich glaube, die zwei können wir nicht killen, ne? Schade, Mann, nicht gut genug gespielt. Wenn ich muss das Barrel hier auch noch kriegen, dann habe ich sie beide. Immerhin einen bekommen, aber nur wegen einem Lucky Crit, tatsächlich. Und natürlich auch nur, weil der Shen nicht geultet hat, ne? Das war Lucky Crit und keine Ult. Danke an Krinox, Simteran, Madikut, Amix. Vielen lieben Dank euch, Leute. Geht ihr Vintage heute weiter oder ist die geschafft? Ich glaube nicht, dass die fertig. Also, ich glaube, die wird nicht fertig gemacht. Ich habe nachgefragt, aber. Mate, das hast du nicht gemacht, Bro. Vielleicht dieser Kerl ist so greedy. Like, how can you be so greedy, Bro? Hätte ich ihn. Ach Mann, nein, wenn er da das Dodge-Feld nicht hätte, könnte ich ihn killen sogar. Ich bin tot, der Trash. Actually, maybe not. Hang him from the slaughter docks. Nocturne ist da. Alter, wie kann ein Spieler allein so greedy sein wie du, Bro? Dieser Kerl ist ein absoluter Psychopath. Holy shit. What is he doing? Ich verstehe nicht, was er macht, Das ist so wildes Gameplay. Das ist so vogelwildes Gameplay. Okay. Der Rumble lehnt mehr top als er Botlane lehnt. Ah, die Sau. Okay. Weiß nicht, was hier besser ist. Und das ist auf jeden Fall der meiste Damage. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, das ist besser, oder? Ja. Ja, aber verliert er, wenn er passiv spielt, nicht noch härter? Ja, naja gut, also er verliert ja ultra hart. Er darf nur einigermaßen noch mitspielen, weil sein Team ihm halt hilft. Oh. Der TP, ansonsten haben wir ja noch die Turret hier gleich. Wer wird hochkommen? Die Jinx, ne?
Okay, weil Gott ist oben. Wir können den Gott-Vorwort hier endlich mal wegnehmen, nehme ich an. Schade. Schade, hätte ich lieber für den Fang gehen sollen, ne? Ich meine, es ist halt, bevor ihr Level 13 seid, ist immer so schwer auf GP, finde ich, irgendwas zu machen. Aber ab Level 13 ist sehr geil. Hoffentlich weht er nicht meinen Busch. Ja, ein Schritt zu weit vor, den tötet er wieder nicht nehmen. One step too much, boys. Gut, wäre natürlich juicy gewesen, ne? Win-Challenge nicht geschafft? Nee, haben wir nicht fertig gekriegt gestern. Ich war bis, ich weiß nicht, 4 oder 5 sogar was, gell? Ich 4 oder 5 in der Früh. Ja, ne. Wird halt eh keinen Unterschied gemacht? Ja, ich glaube auch nicht, dass es einen Unterschied gemacht hat. Oder bin ich leider einfach RIP. Dass wir Super Nerd einmal abholen können. Naja, Super Nerd. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Turret hier. Hm. Ist die es gab keine Bestrafung für die Chat. Das war ja mehr ein Spielerabend gestern. Das war einfach, also ich weiß nicht, das ist natürlich, wie gesagt, das sollte man wahrscheinlich anders nennen, ehrlicherweise, aber es war ja von Anfang an kommuniziert, dass es eine Grenze gibt und dass es keine Strafe gibt. Wow, was ein sicker Timing. Ja, hätte man als Spieleabend eher deklariert. Ich war einfach froh, dass mal wieder alle NNO-Jungs was zusammen gemacht haben. Ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn alle zusammenkommen. Persönlich. Wir wollten eigentlich nur bis 12 machen. Aber am Ende haben wir bis 5 habe ich gemacht. Also habe ich gemacht. War sehr cool zum Zuschauen. Genau so soll es nämlich sein. Freut mich sehr. Und das trotz gar nicht so wieder Folge. Also ehrlicherweise, die Liste, die wir gestern haben, das ist legit ein 24-Stunden-Stream. Das war eine crazy Challenge. Ohne Scheiß. Nee, war die Aufnahme mit den Kids, die war sehr geil. Die Aufnahme hat richtig Spaß gemacht. Okay, noch ein Level, bis die Piratenmusik kommen kann. Ein kleines Level, wo ich bin. Ne? Der Nocturne ist halt gigafett, ne? Das ist. Wir werden gerade auf dem Mittleren. Ich muss gleich mal gucken, ob wir für die richtigen Rollen tun. Aber gefühlt muss ich nur noch Top spielen auf dem Account. Das ist echt heftig. Findest du auch nicht, dass Dia absolut von Smurfs versorgt ist? Dia ist tatsächlich nicht so schlimm wie Emerald und Platin. Also Emerald und Platin ist crazy. Ich finde, Dia ist gar nicht so schlimm. Aber der, also das ist, sobald du in Dings bist, in Platin Emerald, ist es, keine Ahnung, jedes Game sind 5 Smurfs. Irgendwie sieht GP leider echt nicht so stark aus. Sad, GP ist richtig stark aktuell. Ich glaube, der ist richtig gut, der Champion, wieder.
Seit den Crit-Buffs, die haben ihm extrem geholfen. Killing Spree. Thank you, Soraka. Ich wurde vom... Ich wurde vom Ping gekillt, tatsächlich. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, Habt ihr vor, eure NNO-Prime-Spieler in irgendeiner Hinsicht zu sanktionieren für den Benta im Altchat gegen die Eintracht? Ich weiß nichts von einem Benta im Altchat gegen die Eintracht. Danke an Baloi, Korka und Bengelbait. Vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Genauso wie das Pseudonym ist mit dabei. Schönen Dank. Warum bin ich nicht unten? Da muss er nicht schnell. Wie ist er gestorben? Ich wurde von der Dings-Ult gehittet. Das jetzt schnell einmal farmen und dann gehen wir Bot Lane. Ah, oh, schöne Channel da. Wait, what? Ja, verfehlte da, let's go! Tolkien mit dem Raid, okay. Wie war's heute bei JDG? Hattet ihr einen wundervollen Stream gemeinsam? Ja, grüßt euch Bayern an. Servus. Na, wie ist das Befinden? Danke an Juneo, Skeletal Superman, Shaco, einen traumhaften wünsche ich. Ja, Goat räumt auf. Was ist denn Tolkiens Ansicht? Ist aktuell China oder Korea stärker? Da wird richtig spicy bei der MSI, ne? Dieses Wochenende ist auch ultra wichtig tatsächlich. Wird der Weltmeister aus dem letzten Jahr dabei sein oder nicht? Caps ist stärker. Na klar, ist Caps stärker. Gar kein Problem für Caps. EU holt das. Ich habe, glaube ich, also EU sieht... Ich weiß, aber man ist auch immer schwierig einzuschätzen. Aber vom Gefühl her sehen wir nicht so knackig aus. Bist du immer noch auf der Winning-Reihe auf dem Top-Lane-Account? Ja, auf dem Top-Lane-Account haben wir jetzt eine Zeit nicht gespielt. Weil ich will dieses Bild will ich einfach nicht zerstören. Der ist jetzt Diamond 1 und wir haben 20 Wins in Folge. Ja. Das ist eine perfekte History, ist das. Das ist was sehr, sehr Seltenes, ist das. Das ist wirklich was sehr... Vor allem auf Top-Lane, ne? Da ist natürlich auch eine Menge Glück mit dabei, wenn du das hast. Aber das ist schon was sehr Seltenes. So. Na, ich verstehe nicht, was ist denn für ein Band da von unseren Jungs geschrieben worden? Ich habe da nichts von gehört. Na, danke an Cryos für den Support. Willkommen. Also ungefähr so, wie wenn man Challenge erreicht und nicht mehr mit dem Account spielt, bis man muss.
Ja, so ein 20er würde ich sagen. Ich weiß nicht, sowas hatte ich halt persönlich noch nie. Weil das ist ja jetzt auch nicht so niedrige MMR, weißt du? Das heißt, wenn du dir die Gegner halt anschaust, dann, das ist halt, ne, so Level 51 Master-Account zum Beispiel, ne? Das heißt, das sind halt irgendwelche. Das ist, also auf dem Account spielen wir halt schon gegen Master-Leute Games. Auf dem Top-Lane-Account. Und gegen, also 20 Wins in Folge auf deiner Non-Main-Rolle gegen High Diamond und Low Master-Spieler ist halt schon ziemlich sexy, ne? Gar nichts, alles gut. Chicken Hero hat extra das Replay gecheckt, da war alles im Rahmen. Okay, ja, da habe ich noch nichts gehört. Kani hat schon gefragt, es gab von NNU ein XD im Altchat und später ein XD von 1 zurück. Ja, das ist ja wohl nicht so schlimm, oder? Also ich würde sagen, das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Sehr schlimm, Skandal. Oh, hört ihr auf, alle XD zu schreiben im Chat? Oh, hört ihr auf, Twitch-Chat? Ihr lernt mich noch kennen. Riskiert es lieber nicht. Ich habe so das Gefühl, in Mitte muss man fast Ahri bannen aktuell. Die ist so nervig, der Champ. Klingt nur schlimm, wenn irgendwelche Hobbylosen ein Drama draus machen wollen. Ah, ich meine, das ist, also da muss man, das ist schon ein bisschen sehr übertrieben, würde ich auch sagen. Warum ist Vertigo dann so abgegangen, wenn es nur ein XD war? Vertigo ist abgegangen? Was meinst du damit? Das ist wirklich das erste Mal, dass ich davon höre. Macbang. Graf Falkenstein, Fanboy, willkommen. Okay, wir haben einen AP Jungle Mail Fight. Ist das richtig? Ha. Ich bin auch für die Top Lane Games. Ihr kommt heute auch noch. Wir werden heute beide Accounts auf Master spielen und dann mit AD Carry anfangen nach Master LP zu sammeln, würde ich sagen. Wer hat jetzt da nicht abgegangen? Er fand so gut, dass nach der Arroganz hier eine Series gedreht haben. Also du musst schon ein sehr fragiles Ego haben, wenn du ein XD so aufbaust. Also wenn er jetzt sonst nicht war. Also tut mir leid, aber das ist absolut lächerlich. Also ey, come on. Das ist absolut lächerlich. Danke an Klebens für den Support. Willkommen. Ja, was nehmen wir denn hier Feinet? Eine Runde, wir brauchen AD Mitte, glaube ich. Erst mit einer schönen Runde. Eigentlich würde ich gerne mehr Tristana üben, weil die aktuell tatsächlich Top-Tier ist. Oder Yone. Yone. Können auch Yone üben, ja. Danke an Motorstrebe für den Support. Willkommen. Okay, Twisted Feet. Ich weiß immer nicht, ob Unflinching Reverb das ist, ehrlicherweise. Aber das ist immer bei den Highest Win Ratios ist das immer mit drin aus irgendeinem Grund. Mir war die Peatspeed-Aufnahme heute sehr gut. Ich habe sogar eine Runde gewonnen, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe eine Runde, habe ich gewonnen. Just call me Maxi. Vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Spoiler? Ja, nee, das war ja öffentlich. Also, die haben das ja gestreamt. Die haben das gestreamt, Leute. Das hätte jeder einsehen können.
Auf YouTube, nee, die haben auf Twitch haben sie gestreamt. Auf Twitch haben sie gestreamt. Hey, Paddel, vielen lieben Dank für den Support. Darfst du nicht streamen oder hast du nicht gefragt? Ich darf schon streamen, aber das ist denen ihre Aufnahme, weißt du, ich habe da kein Problem mit. Ich muss nicht allen Content halt selber verwerten. Das ist halt, das ist denen ihre Aufnahme, das ist denen ihre Produktion. Ich meine, manchmal kannst du auch einfach dabei sein, weißt du? Und den anderen Leuten die Bühne lassen. Danke an der Chupa. Kannst du was zum NNOVO-Roster sagen? Nee. Also, ich kann sagen, dass ich hatte noch ein Gespräch heute, weil ihr wisst ja, dass uns das gestern ein bisschen kalt erwischt hat. Wir hatten ein Gespräch mit unserem Geschäftsführer vor einem Monat oder so, wo es darum ging, ob wir NNOVO weiterführen können und was wir dafür brauchen und ob das umsetzbar ist. Und meine Information damals war, nein, wir können das nicht machen, es ist zu teuer, wir kriegen es nicht auf die Beine gestellt. Wir haben praktisch einfach keine finanziellen Mittel dafür. Und gestern haben wir praktisch über Twitter erfahren, dass das durchgewunken wurde, das ganze Thema. Was als große Überraschung für alle in den Urteil-Mitglieder kam. Tatsächlich. Ja. Aber ja, seit gestern habe ich mich ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt und es sieht so aus, als könnten wir das stemmen, aber da gibt es noch eine Menge Sachen zu klären, um ehrlich zu sein. Tobius, vielen lieben Dank für den Support. BSF regelt. Naja, BSF brauchen wir ja, um unser Männerteam zu zahlen. Ne, das vorher nicht mit euch abgesprochen? Ja, eigentlich sollte schon. Aber dieses Mal eher nicht. Wie wird das durchgewunken, ohne dass ihr es wisst? Ja, klar, der Geschäftsführer hat natürlich eine Menge Freiheiten, ne, an sich. Aber das ist schon. Ich muss sagen, das ist schon was, worüber man reden muss, ja. Das ist auf jeden Fall was, worüber man reden muss. Na, danke an Kamora für den Support. Willkommen. Alter, Ion mit Piratenmusik wirkt aber auch falsch, oder? Yo, ho, ho, ho! Ein DAX-Unternehmen für NNOVO ranholen? Ja, wenn ihr zufällig ein Ölscheich oder ein DAX-Unternehmen seid, dann bitte. Weil das kann nicht wie beim letzten Mal mit NNOVO ablaufen. Das muss dieses Mal ein bisschen professioneller sein, Weil beim letzten Mal war es ja so, dass NNOVO praktisch gar nicht bezahlt wurde. Ja, beziehungsweise dann von mir am Ende einmal bezahlt wurde. Und das können wir, glaube ich, nicht nochmal so machen, ehrlicherweise. Was da? Nicht getroffen? Okay. Geht er nicht? Ja. War das sonst? Wow, das war nicht so gut. Nö. Okay, nicht der Start, den wir gewünscht haben. Wenn eine neue Spielerin gesucht. Leute, wie gesagt, ich bin gerade erst am Aufarbeiten der Thematik. Ich wurde gestern genauso überrascht wie alle anderen. Ich war sehr überrascht. Ja.
Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen. No fate, destiny. Yo, hey, ho, no, hey, ho. Wofür auch bezahlt? Ja, das ist eine gute Frage, Brücke, natürlich, ne? Du bist genauso informiert wie ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da müssen wir ein bisschen nachführen. Weil das ist zum Beispiel, also tatsächlich mit das größte Problem ist, also Brücki hat ja unfassbar gehasselt für das Female-Projekt letztes Jahr, ne? Und das ist schon kein gutes initiales Zeichen, dass er auch überrascht wurde von dem Ganzen. Weil das praktisch das gesamte Female-Projekt hat ja Brücki auf die Beine gestellt letztes Jahr. Wir könnten später sogar gleich feiern gegen den, oder? Das sieht echt hart aus, das Game. Das sieht verdammt hart aus sogar, Leute. Die sind aber vielleicht full AD, die Gegner. Wir auch, aber gut, wir haben den Melfight. Aber der Melfight geht nicht für Armor in einem full AD Game, sondern geht für AD Melfight. Ja, für AP meine ich. Und er wollte das nicht trotzdem canceln. Naja gut, also an sich ist ja das was Gutes, weißt du? Und das Female Team. Das ist ja nichts Schlechtes. Es ist bloß, also für uns hieß es halt, dass es nicht umsetzbar ist. Deswegen muss ich halt jetzt rausfinden, was hat sich geändert? Warum können wir uns das jetzt leisten? Warum können wir das jetzt umsetzen? Wie wird das fair gemacht, weißt du? Das heißt, das müssen wir jetzt halt rausfinden. Da müssen wir jetzt halt unsere, wie nennt man das, Due Diligence machen? Kann eigentlich den nicht fighten, ne? Oh mein Gott, die Last Hits. Wir sollten oben nicht rein. Alright, alright, alright. Sehr, sehr hartes Game. You forced my hand. Alter, dieses Game sieht absolut horrendes aus. Jetzt schauen, ob wir unten vielleicht die Jinx killen können. Das wäre huge chance. Logo. Kill it. Ja, Logo. Wichtiger für mich. Nice. Muss mit. Nein, 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 ich muss mit, Bro. Jetzt haben wir die Wave gut denied, Lana. Wir sollten nicht zeiten, bis wir Malphite 6 haben, ja. Würde gerne TP aufgeben. Sleep is not for the blessed.
geht nicht das. Ah, der Mann. 1-1 straight unten ist nice. Den nehmen wir. Jetzt muss ich leider mein TP für Mitte einsetzen, was nicht schön ist. Ja, weg. Und nicht kein Ult. Da unten flitzen. Wir haben vielleicht für einen Dive-Bot schauen, Dinge, ne? Der wahrscheinlich. Love you, my darling. Oh mein Gott, der hat noch Ult. We work ourselves back into the game, my friends. Slowly but surely. Oh nein. Ich kann nicht draken, da ist es ja, oder? Wenn einfach geultet, wäre du gewesen am Anfang, jetzt nehmen wir natürlich. Nein, Bro. Das ist absolut terrible. Ja, das ist wirklich absolut terrible. Ah, da wurde ich halt low ground, Okay, wir haben unseren Krogenschläger hier. Jetzt schauen wir mal auf die Map. Wir sind Toplane hard losing, wir sind Jungle losing, wir sind Mitte ahead und wir sind Botlane hard losing. Wir haben schon Turrets verloren, wir verlieren alle Objectives. Und ich habe einen Jungle Millfight auf AP angelegt. Problem läuft wirklich gar nicht gut. Also Midlane ist echt, finde ich, von dem Projekt die Rolle, die sich am allerschwersten zu carryen anfühlt. Weil du in Mitte gefühlt keine wirkliche Kontrolle, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber auf Toplane habe ich irgendwie sehr viel mehr Carry-Potenzial als in Mitte. Weil du darfst in Mitte, darfst du das Spiel einfach nicht spielen, wenn Jungle und Support verlieren. Und auf Toplane hast du halt immer noch deine isolierte Situation und kannst halt super oft die Games dominieren. Was soll's denn? Nice. Das ist einfach so viel schwerer in der Mitte sein Advantage zu pushen, wenn ich.
Alter. Gehe ich jetzt hier Infinity Edge oder was ist mit Iceborne Gauntlet in dem Game, Leute? Was meint ihr zu Iceborne Gauntlet? Ist das ein Ion-Item, das ich bauen kann? Weil die Gegner sind halt, die sind pretty much, die sind full AD. So. Ich glaube, ich baue ein Infinity Edge und dann Iceborne. Okay. Dann kann ich Iceborne bauen und dann kann ich Death Dance oder so auch noch bauen. Wollte am besten mal nach unten wissen, damit ich die Lane hier spielen kann. Runlands ist broken, Alter, by the way. Ja, ich glaube, Runlands ist auch sehr krass in dem Game. Das stimmt wohl. Ey, grüß dich, Ranger. Wie ist drin am Meer zurzeit? Oh Gott, das ist für The Ken oder so, dass ich verfehle. Am I trolling? Oh mein Gott, war das bad. Dex. Ich darf da nicht ulten, ich muss einfach auto-attacken. Wenn ich nur auto-attacke statt zu ulten, ist er einfach tot. Oh, die gewinnt dort. Nice, komm mit. Ja, oh, sehr bad von mir leider, das soll ich niemals machen. Oh, nice. Der kommt raus, oder? Der wird flashen wollen, so wie er anläuft. Okay. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Die Frage ist, gehe ich vielleicht dann sogar erst ran, Dreams. Ein hübsch Kerl. Very nice. Ganz Item bekommen. Nein, den ganzen, also, ich habe mein Item fertig. Ich bin sehr strong jetzt. Wir haben Infinity Edge schon hier. Wir haben erst einen Drake. Das heißt, wir können noch sehr lang scalen, ja. Wir wollen erst das, würde ich sagen. Ja. Ja, man, Iceborne ran nur ins Spawn, ja. Irgendwie Tenacity bräuchten wir auch, aber ich will nicht Witzen bauen. Mein Gott, ist der AP-Man nutzlos, ey. Das ist ja so krass, wie nutzlos der ist. Ich bin einfach Tier 2, ja, ne? Lesen die Enten sonst. Nein, ich sterben, Bro, das ist mir verloren. Ist das Game? Wir müssen den Herald clearen, bevor er hittet. An ally has been
Okay, okay. Wo sind die Shutdowns bei den Gegnern noch? Jetzt ist auf jeden Fall Randuins das nächste Item und dann Death Dance wahrscheinlich. Erinnern. Nice. Interrupted. Der zweite Turret ist akquiriert. Well played, bot. Muss er am Anfang direkt ulten, ne? Aber dann kann er ihn, weiß nicht. Nehmen wir den Vortigern. Ich habe einen guten Wort hier stehen. Ich habe die P auch ab. Aber die werden naschen, wenn der Malphite sich unten zeigt. Er stirbt für die Gravana natürlich. Alter, das ist ja bodenloser Entdecker. Wow. Wow, 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 wow. Ein Lifesteal, Alter, wäre auch nicht schlecht. Genau, nichts mehr dagegen, wir müssen den Game, geht raus. Achso. Das ist leider Game hier, das tut ziemlich weh. Wow. Alter, ich weiß nicht, Mann. Das ist, also ich, das ist... Es ist echt crazy, ja. Das ist echt crazy, dass ich das verliere. Das ist so verrückt. Ich meine, also Mitte fühlt sich so rough an zurzeit, die Lane. Die fühlt sich von den drei Rollen, die wir gerade spielen, mit Abstand am schlechtesten an, Mitte.
Weil du hast die kurze Lane, das heißt, du kannst wesentlich schlechtere Gegner kaum punishen. Und dann zusätzlich bist du so abhängig von Jungle und Support. Und die Lane ist, also du kannst überhaupt nicht deine individuelle Klasse ausspielen. Crazy, das ist echt crazy. Warum hat der mit AP Malphite Jungle geintet? Der hat den noch nie gespielt. Der hat den First Time, das ist irgendein Smurf sogar. Der hat einfach First Time AP Malphite Jungle gespielt. Danke an Stubenflug für den Support. Willkommen. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin wirklich sehr, sehr verwirrt. Es könnte eigentlich diese bodenlose Interkönigin. Ja, wie gesagt, auf den anderen Rollen fühlt sich sehr viel besser an. Auf Toplane hast du einfach sehr viel mehr individuelles Play-Potential, weil du halt isoliert bist auf deiner Sidelane. Und du kannst halt riesige Advantages aufbauen und dann Games tragen. Aber in der Mitte, du pusht halt rein und dann musst du roamen. Und wenn dein Team so behind ist, es ist echt schwer. Just Teamy, vielen lieben Dank für den Support. Ja, bräuchte ich Ikario, wenn du mal einer hast. Was ist der Account für eine Elo nach dem Game? Diamond 2 ist der gerade. Diamond 2. Diamond 2. Schade, da kommt unser Winstreak auf dem Account. Simply Akras, vielen lieben Dank für den Support. Was denkst du, was dazu geführt hat, dass es so rough ist in der Mitte? Ich meine, letzte Season war Mitte auch schon sehr problematisch. Du bist halt einfach, also Support und Jungle sind halt sehr starke Rollen. Und du bist halt sehr viel codependender als zuvor. Ich meine, wenn du dir jetzt gerade so die Top-Ladder anschaust, dann hast du halt, das ist ein Jungle-Main, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Okay, das Spiel sind nur Flex-Q-Games. Ja, das ist ein Jungle-Main. Thor Snorsen ist ein Jungle-Main. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann kommt Caps. Ich meine, Caps ist ein absolutes Ausnahmetalent, ne? Du hast Jungle, Jungle, Mitte, Support, Jungle, Top, Jungle, Support, Support, Serien, der Midlaner von NNO ist Mitte, ist nach oben gepusht. Dann hast du halt hier, hast du AD, 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 Jungle, Jungle. Wer ist Thorfinn? Thorfinn ist, ach, das ist Finn, klar, der ist Toplane. Das ist halt, also, keine Ahnung, Botlane ist fucking rough, das ist noch ein ADK. Aber du kannst natürlich mit jeder Rolle carryen. Der Playstyle, der jetzt in Mitte gefordert ist, liegt mir persönlich einfach nicht. Weil in Solo-Queue, wenn du mit Mitte erfolgreich sein möchtest, dann musst du Tempo erzeugen und skirmischen mit deinem Jungler. Das heißt, du spielst Champions wie Ahri, du spielst Champions wie Akali, Qiyana, Talia, was weiß ich, ne, solche Champions. Und ich komme einfach auch nie Mitte. Das ist prepared to lose. Ach, geil. Das ist der Opener, den ich sehen möchte. Du kannst mit Mitte erfolgreich sein, ja, aber du musst ganz anders Mitte spielen als früher. Du bist wie so ein Hündchen mit dem Jungler und Support zusammen. Das ist ein sehr unangenehmer Playstyle Mitte gerade. No one of you gonna take AP from this game. Why? Wieso denn? Warum denn nur? Tom, danke dir für den Support. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Ganz, ganz viel Spaß hier im Stream. Willkommen. Dickes Dankeschön dir, Tom. Any Support mit Ghost und Glenz? Hä?
Ich verstehe einfach nicht. Das ist der Streamer? Ich glaube nicht, dass es der Streamer ist. Ich glaube nicht, dass der so hoch in der Elo ist, oder? Kann ja nicht sein. Danke an Rodelol für den Support. Zwei Games in Folge. Really, Riot. Zwei Games in Folge. Let me out. Das ist so disgusting, man. Ich muss ehrlich sagen, darauf habe ich mich nicht gefreut. Die Toxicity in High Elo ist so viel schlimmer als in Low Elo, ne? Das ist so krank, wie disgusting die Leute sind in den Low-Master-Games. Das ist so menschlicher Abfall, Boah. Das ist jetzt, also Platin, Emerald, Diamond war so angenehm zu spielen von den Mitspielern. Das war so angenehm. Aber das ist, diese Leute sind einfach so durch, Na, das ist wirklich, also Master ist die toxischste Elo, die es überhaupt gibt in League of Legends aktuell. Das ist völlig krank, wie toxisch das ist. Keiner von denen hat irgendwie Antrieb, noch besser zu werden oder zu spielen oder sich zu verbessern. Sondern die spielen alle nur noch, also irgendwie als aus Gewohnheit. Und das so viele gebottete Level 30 Accounts, die einfach nur Inden und Games zerstören wollen und so. Master ist gefühlt nicht spielbar, Leute. Das ist gefühlt nicht spielbar. Danke an Dave für den Support. Willkommen. Was ist die Ursache, dass ich mich in LoL therapiere, obwohl ich gute MS habe? Wahrscheinlich hast du zu hohe FPS eingestellt. Du musst die FPS bei League bei maximal 240 cappen. Ansonsten teleportierst du die ganze Zeit. Nee, Zetsu, vielen, vielen Dank dir für die Tier 3. 92 Monate schon mit dabei. Schön, dass du mit dabei bist. Willst du jetzt deine Winning Streak brechen? Du, besser ist das Game von gerade spielen, ehrlicherweise. Ey, das war, das, da lade ich rein, das ist schon zu viel. Du hast ja keine Ahnung, wie schlimm es in Iron ist. Ich habe keine Ahnung, wie schlimm es in Iron ist, aber also Master ist wesentlich schlimmer als Platin, Emerald und Diamond. Das ist kein Vergleich. Also das ist, Master ist, das ist, also ich meine, das ist ja nicht umsonst, sind da mittlerweile 20.000, 30.000 Leute, ne? Das ist komplett überfüllt. Die wenigsten Leute haben die Chance, Grandmaster zu kommen. Allen fehlt hier komplett die Motivation. Das schließt ja bis letzte Season Diamond 3 ein. Das heißt, die kommen Master und dann sind sie da stuck und dann verbittern sie und sie sind so toxisch. Das ist, also, oh. Das ist darauf, das wird der schlimmste Teil des Projekts zu climben, wird bis Master 400 LP. Von Master 0 LP bis Master 400 LP. Weil da ist, also, da müssen wir so durch die Scheiße warten, ey. Oh Gott. Das, also zwei Games in Folge jetzt einfach mit Infeedern. Das ist so crazy. Danke an Closenet und Bierathlet. Genauso wie Darksticks ist mit dabei. Ich glaube, ich fange an, Camille zu bannen für Doblan. Ich finde, Camille wirkt sehr overtuned. Master ist absolut heaven, nur nette Menschen, die versuchen, das Game zu gewinnen. Arturion, meinst du das ernst? Warum hast du das Keck, warum hast du den Kappa-Smiley vergessen dahinter? Come on, man.
Gromp ist wieder in Lobby. Ja, aber das ist, also Gromp, das ist, jedes Game hast du da Gromp. Wurde Camille gebufft? Camille wurde sehr hart gebufft, ja, für Toplane. Camille ist Gott hier auf Toplane gerade. Die ist der stärkste Toplaner. Danke an RT Slayer. Vielen lieben Dank für den Support. Was hältst du von den kommenden Mordechains? Ich glaube, das ist ein völlig falscher Schritt von Riot Games, ehrlicherweise. Weil das wird Morde in hoher Elo, im Pro-Play, im Competitive nicht gut machen. Der wird genauso beschissen sein wie davor. Und das wird, das wird ihn in Low Elo wahrscheinlich einen Ticken stärker machen, wo er eh schon zu stark ist. Ist einfach sehr dumm. Das hilft ihm nicht. Das löst seine Probleme in Hilo nicht. Was machen die denn? Du kannst deine Ult nicht mehr QSSen. Hey, Chris W. und Efuri, vielen lieben Dank. Aha. Danke auch an Neskao für den Support. Willkommen. Okay, wir spielen gegen Jace. Top. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt hier Irelia picken, ne? Eigentlich müsste man hier jetzt Irelia picken und ich glaube, das wären wir auch. Gragas wäre auch gut, aber dann bräuchten wir eh die Mitte. Ich glaube, Irelia klingt nice, ja. Wenn, also ich finde persönlich, sie sollten die QSS-Items zu diesem jetzigen Zeitpunkt einfach entfernen. Ich glaube, die sind einfach komplett Troll, Die QSS-Items. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt irgendeinen Champion, der die bauen will? Ich glaube nämlich nicht. Ja, so, dann schauen wir mal, wie spielt man denn die gute Irelia gerade? In High Elo. Okay. Schauen wir mal. Es kann theoretisch Jace sein. Udyr sein, top meine ich. Das wäre nicht so gut für uns. Okay. Warum sind eigentlich mittlerweile so viele Leute mit asiatischen Zeichen? Ist dir das mal aufgefallen? Du hast eigentlich irgendwie jedes Game hast du so viele Leute mit asiatischen Zeichen. Boah, Alter, der gegnerische Toplaner ist Master 300 LP. Smurf-Account. What the fuck ist diese MMR auf dem Account nach dem 20er Winning Streak? Das ist ein Master 100 LP plus Average Game. What the fuck is that? Danke an Yasu Balanced für den Support. Willkommen. Danke auch an Linux für den Support. Auch da einen wundervollen. Findest du, es soll noch eine Elo geben, um Low Master und High Master aufzuteilen? Na, das wäre wahrscheinlich eine gute Idee, ja. Ich meine, ehrlicherweise finde ich, nein. Eigentlich sollten sie einfach, sie sollten Master einfach wieder exklusiver machen. Oder nicht? Von mir aus macht ein Hard Reset zu dem Zeitpunkt, aber macht Master wieder exklusiver. Hey, TomTom, vielen lieben Dank dir für die 5. Einen wundervollen wünsche ich alle, die mit dabei sind. Schön, dass ihr hier seid, Leute. Ganz, ganz viel Spaß hier im Stream. Make Master greater again. Ja, vielleicht sagst du einfach, in Master dürfen nur 5000 Spieler sein. Oder sagst, lass es 10.000 sein. Minions have spawned. Ist das Problem dann nicht einfach in Diamond 1? Nee, weil dann haben ja die Leute immer noch die Motivation, nach Master zu kommen.
Jetzt gerade ist ja so, Master ist halt so dieser Friedhof, wo ein Großteil der High-Elo-Spieler einfach stecken bleibt. Danke an El Burrito und Quark Copernicus. Willkommen. Was spricht eigentlich gegen Hard Reset bei jeder Season? Naja, was spricht gegen Hard Reset? Das ist frustrierend für alle Spieler. Also vor allem für Low-Elo-Spieler, weil du wirst dann halt, also du spielst halt dann sehr häufig gegen Leute, die einfach dich komplett aus dem Leben fisten. Und für die ist es aber auch frustrierend, weil dann kann natürlich in beiden Teams kann ein Hilo-Spieler sein, der komplett Turbo-fistet. Und dann geht es nur darum, wer stompt härter. Also Hard Reset ist eigentlich nicht wirklich erstrebenswert, würde ich sagen. Oh, der ist so strong im Early, da müssen wir echt aufgeben. Wäre interessant gewesen, ob ich das All-In gewonnen hätte, oder? Wenn ich wirklich Druck gezogen hätte. Oh mein Gott. Aber sehr bad, Lana. Oh, wenn der Stunt trifft. Na gut, der kann dann eh nochmal tippen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist jetzt gedived zu werden hier auf der Lane. Wir sind in der Elo, wo die immerhin nicht mehr duqueen können. Gegankt, oder? Undertiming für Jungle. Yes. Will eigentlich noch nicht basen. Dass wir seine Wolke benutzen und gehen dann erst base. Ja, gehen dann erst für die Wave, meine ich. Ja. Bitte dive mich nicht. Oh nein. Oh nein, Bro. Was? Wie hat das nicht getroffen? Please. Oh mein Gott, wie hat denn der Stun dreimal nicht getroffen? Wie hat dieser Stun dreimal nicht getroffen? Der war doch drauf, oder nicht? What do you mean? Wie waren denn diese drei Stunts nicht drauf? Jetzt ohne Scheiß, wie waren die nicht drauf? Ich verstehe nicht. Der müssen doch getroffen haben. Oh, unfortunate. Wieso drei Stück? Die zwei davor auch. Die waren alle. Ich weiß nicht, wie die alle nicht getroffen haben, die Stunts. Ich verstehe es wirklich nicht. Die waren. Also, die müssen. Da muss ja Pixelarbeit gewesen sein. Bei jedem Trade davor ja auch. Jetzt vier. Nee, der war daneben. Der gerade. Der war daneben. Der war schon okay, dass der daneben ist. Ja, mal daneben. Boah, wenn ihr den aufhalten könnten, wäre ich huge da unten.
Er ist schon nach der 5. Minute, die Platte stirbt, ne? Fuck. Das ist ärgerlich, ne? Deinen Hit machen sollen. War tatsächlich nicht drauf beim Dive? Na dann schon, ne? My bad. Ich war mir so sicher, dass der drauf ist. Dass dann... Udi ist sehr stark im Early Game, fällt aber extrem stark ab später. Also im 1v... Naja, ich meine, der ist halt ein guter Tank, ne? Aber... Der ist später nicht mehr so stark auf jeden Fall. Da gibt's Schlimmeres. Darüber. Stay ready. And there is no need to get ready. Weiß nicht, gewinne ich? Wenn er. Sehr knapp wert gewesen. Da ist mich. Ja, ich muss W halten, nehmen wir noch mal. Alter, was ein kranker Speer von ihr, leider. Damn, Alter, was ein kranker Speer. Damn, son, Holy shit, war das ein guter Speer. Ich hätte ihn flashen müssen, ne? Schnapp ihn der. Nice. Wir sind sehr weit ahead überall sonst auf der Map. Das ist jetzt eine sehr erfreuliche Erfahrung hier. Da wäre ich gerade gut gecarried. Ich meine, gut, ich wurde zweimal gedived. Und spiel gegen einen super starken Early Champ. Und der hatte Last Pick auf mich, ne? Aber, also trotzdem, gutes Team. Naja, er weiß ja genau, dass ich meine Stacks, also ich möchte meine Stacks aufbauen. Für den Dive und natürlich die Wave clearen können. Ne, wenn beide Low Palm Turret waren. Ne, wenn du da reinlässt, bist du instant tot tatsächlich, wenn du reinlässt. Weil der Udi hat seinen W noch und kann danach ins E gehen und dann wirst du auf jeden Fall geburstet halt. Da möchtest du auf gar keinen Fall reingehen. Da beten sie dich praktisch, wenn sie Doppelstunt werden. Du bist halt in den Speer gejumpt. Ja, genau, die hat halt predicted, wo ich jumpe und halt genau predicted, wann ich da bin, damit sie praktisch den Speer auf mich hitten kann. War einfach sehr gut von ihr. Und natürlich schlecht von mir. Das ist immer, das geht halt in die Hand, ne? Chase top. Time to find my feet. Ein bisschen ärgerlich. They didn't kill us all. Ja, nicht genug Mana, um hier groß was zu machen. Wir können chillen, bis ich Blade hab. Wenn ich darf. Der ist fast wieder full. Dö, nö, 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 nö.
Ein bisschen Greedy Dive gefühlt. Mal zurück. Bullwelt erreicht. Sehr spannend hier das Game. Wo sind die Gegner stark? Toplane? Und Botlane haben sie ja gerade gewonnen, 2v2, ne? Auch tippiert. Ist das lästig, ne? Ich ist super strong, ne, der Udyr. Der hat noch keine Brimble. Wenn der noch Brimble hat, wird's richtig scary, glaube ich. To live under a boot is not to live. Und das Action. Ja, das geht uns beide Toplaner gar nichts an her. Das geht uns absolut gar nichts an. Nice. Good job, Team. Mal die Wolke da reinkommen. Das hätte nicht gereicht, oder? Flash Order? Naja. War aber sehr knapp, tatsächlich, für Flash Order zu reichen. War schon sehr knapp. Zwei Orders hätte ich noch gebraucht. Ist das ein wichtiger für uns? Haben wir ihn endlich mal erwischt, ne? Kann sein, dass die direkt hochkommt aus der Base. Ah, ja, macht's ja auch. Ich weiß genau, dass sie mich da nicht contesten darf. Solange ich Minions zum Stang hab. Und beim nächsten Kill kriegen wir dann den... Kriegen wir dann den Turret. Jetzt gehen wir auf Wits End hier. Nice. Findest du, dass Tanks derzeit zu stark sind? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, im Pro-Play sieht man tatsächlich mittlerweile mehr Tanks als früher, ne? Ich glaube, Tanks sind okay. Ich glaube nicht, dass die in Solo-Queue so stark sind, ehrlicherweise. Ich glaube, die sind mehr was für Competitive Gaming. Dass ich da doch kein Ulti hatte. Gerne hier den Turret nehmen. Dann kriegt sie aber leider First Turret. Blade Damage bis jetzt 1500.
Ich meine, wir gewinnen unsere Lane jetzt doch relativ hart gerade. Wir bauen ein großes Advantage auf hier. Hier wäre Terminus statt Witzend in dem Game. Ich glaube, Terminus ist nie gut auf Irelia, oder? Also außer du spielst jetzt halt nur gegen Tanks und du spielst so ein rein DPS-Attack-Speed-Wild. Ist, glaube ich, nie gut. Ja. Alter, diese Musik, die geht aber steil nach vorne, ja. Wir funktionieren die Stacks von Irelia. Wenn du einen Gegner mit einem Spell triffst oder mit einem Q lastetest oder triffst, dann kriegst du praktisch einen Stack von deiner Passive und wenn du volle Stacks hast, machst du extra On-Hit Magic Damage. We are the children of the first lands, and we will not be slain. Wenn man dem Zeitpunkt vielleicht die nicht einfach 2v1? Den Udyr und den Lille. Wenn die jetzt kommen. Ich glaube nicht, dass sie mich noch unter Druck setzen können. Nicht optimal. Aber we survived. That's what counts. Einmal kurz resetten vor dem Drake. Wir haben jetzt Witzen on already. Was haben die an Camille gebufft? Sie haben ihr Q sehr hart gebufft und ihr E dafür genervt. Ein kleines bisschen. Also E hat Base Damage verloren, aber Camilles Q gibt dir jetzt signifikant viel Movement Speed. Und die Sache ist einfach, dass wenn jetzt Camille ihr Q verwendet, dann kommst du nicht mehr vor ihr weg. Die läuft einfach schneller als du. Und das ist endlich zu einem 18% Game. Ich meine, wir haben mit Irelia, glaube ich, 100% Winrate bis jetzt, oder? Ich glaube. Ich glaube, die läuft sehr, sehr gut für mich in letzter Zeit, Irelia. Na gut, das Game hat jetzt nicht wirklich was gemacht, aber also funktioniert sehr gut, der Champ. Schade, ich war schon raus. Ich bin greedy ist Stück, Aber greedy. Ja, jetzt als nächstes brauchen wir noch Sundot. Die muss man nicht mal mehr treffen, oder wie? Nee, du kannst, also du, was du ganz oft machst, wenn du eine gute Irelia bist, ist, dass du dein E in der ersten Instanz am Boden legst und dann aufhörst, irgendwas zu machen. Und die Idee dahinter ist praktisch, die Idee dahinter ist praktisch, dass dein Gegenüber versuchen wird zu dodgen. Und dadurch, dass dein Gegenüber versucht zu dodgen, ist er tot. Weil du einfach so hohe DPS hast, so viel Attack Speed, dass du ihn einfach tot haust, weißt du? Du haust ihn einfach tot. Oh, danke dir, Mr. Back to Roots. Nee, dann Ragebait nicht. Ragebait macht sehr viel Schaden für Irelia, aber du brauchst es einfach nicht. Du willst auch Items haben, die dir Defensive geben, weißt du? Das heißt Tenacity und MR oder Leben oder Armor. Du musst ja auch im Fight sein und du musst überleben. Und Ragebait gibt dir sehr hohen Damage, aber du kannst diesen Damage nicht wirklich nutzen. Du kannst Ragebait auf einem Sidelane-Build spielen zum Beispiel. Das geht. Father, mother, Zelos, Oma, own.
Können wir da nach oben gehen und schauen, ob wir da den Chase töten können, was er vorgeht? Nope. Ein Wort? Ich dachte, das ist ein Wort. Dem sieht sehr gut aus, ja. Ist natürlich trotzdem losable, aber hey. Ist Irelia nicht sehr schwer? Irelia ist einer der schwersten Top-Laner im Game, ja. Oh oh. Ist natürlich Big End jetzt. Nice, eins. Mal zurück her. Können wir Kayle sehen next game? Nö. Kayle ist sehr langweilig und scheiße. Also ich weiß nicht, ob die gerade scheiße ist. Vielleicht ist die okay, aber die ist einfach, also das ist kein Champion, den ich jemals spielen würde. Um zu tryharden und um zu climben. Mit Midlane schon aufgegeben. Nee, wir wurden geintet ein Game und dann im nächsten Game haben uns unsere Mitspieler in der Champ Select angedroht, uns zu inten. Deswegen habe ich gedodged. Also wir wurden praktisch, also ein Game wurden wir in-game geintet und dann wurden wir in der Champ Select gehostaged. Deswegen musste ich leider dodgen. Das heißt, ich habe jetzt ein Game Toplane praktisch eingestreut. Wir hatten eine Ghost Cleanse Annie in der Champ Select und ein Ghost Cleanse Nuno Mittel in der Champ Select. Risky, actually. Ultet will ich das fighten? Ich hab keine Ult. Wer ist die bessere Irelia, du oder Zenith? Ja gut, ich spiele fast keine Irelia und Zenith ist, also, I mean, Zenith ist mechanisch eine sehr gute Irelia. Also ich glaube, sie ist da einfach besser, ehrlicherweise. Ich nehme an, ich bin der bessere Spieler. Das heißt, ich bin wahrscheinlich ein bisschen smarter im späteren Spiel. Aber mechanisch auf Irelia ist Zenith auf jeden Fall besser. Ich will Bot gehen, oder? Ich hab kein TP allerdings. You do not know burden until you've seen a thousand people hanging on your every word. Stubby, danke dir für die 63. Willkommen. Musst ihre Hotkeys verwenden. Ja, ich glaube, dann sieht es ganz schlecht aus, wenn ich die Hotkeys verwende. Ja. Lass dich einfach fighten hier? Ja? What are they trying to achieve here, Breeze? There it is. Top Lane Win Nummer 21, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt, ob wir noch plus 30 kriegen, weil die MMR so krass ist auf dem Account. Die arme Zeri kann da nichts machen. Nee, wenn du als Top Laner aktuell gut im Game bist und einfach ein bisschen Stacks aufbaust,
Und Farm aufbaust und Level aufbaust und Zugang zu deinen Items hast und Ressourcen. Toplane ist komplett broken aktuell tatsächlich. Die Rolle ist unfassbar overtuned. Das ist plus 40, ich glaube plus 40 können wir nicht mehr kriegen. Aber es könnte plus 30 sein. Ja, plus 30 ist es. Ey, most damage in the game, boys. Let's go. Dann schauen wir mal, ob wir... Actually würde ich eigentlich lieber Mitte spielen, aber das Stain-Account kurz auf Master bringen. Wann geht die Windchange weiter? Ich glaube, die geht nicht mehr weiter, Böllerbus. Ich glaube, die ist vorbei. Die Zera hat sich gerade mal nichts treffen lassen, oder? Naja gut, nee, sie ist einfach extrem behind in Level und Items und wird halt totgepuncht, weißt du? Ab zum Friseur mit dir. Ich habe nächste Woche Montag habe ich einen Termin beim Barbier oder Dienstag, glaube ich, ja. Irelia besser Top oder Mitte? Ich glaube, Toplane ist sie wesentlich besser als Mitte. Aber sie ist Toplane auch schwerer zu spielen als Mitte, weil du sehr viel mehr schwierige Matchups hast. Aber sie profitiert von der langen Toplane, weil sie Matchups härter snowballen kann. Weil in der Mitte ist es, dadurch, dass die Lane so kurz ist, hast du kaum Möglichkeiten zu all-innen und wirklich Kills auf den Gegner zu forcen und ihn von Ressourcen zu zonen. Tops sind die Matchups schwerer, aber die lange Lane ist einfach zu gut für sie. Das heißt, Toplane ist sie immer besser. Was zahlst du beim Friseur? Keine Ahnung, 18 Euro oder so oder 20? Ich glaube 20 Euro, kann das sein? Irgendwie sowas. Zwar, ja, also irgendwie sowas. Ich zahle jetzt nicht besonders viel beim Friseur. Ich glaube, mittlerweile, der hat irgendwann mal erhöht. Früher hat der so 15 gekostet. Aber ich glaube, mittlerweile sind es 20, glaube ich. Ich glaube, es sind 20. Danke an Mr. Sumo und der Urban Hero ist mit dabei. Willkommen. Ist Seraphine ein Heilon-Ding? Nicht mehr so wirklich. Nee, ist sehr selten geworden seit den Nerfs. Du kannst sie noch mit Senna spielen. Und sie ist immer okay, aber sie ist nicht mehr so stark wie zuvor. Und siehst du dich selber nicht so auf Kamelen? Nö. Wir spielen gegen Ornn auf der Toplane. Ist Fiora gut gegen Ornn? Ich glaube, das Matchup ist gar nicht so einfach. Lass uns Rumble spielen, oder? Schöne Runde Rumble auf der Toplane, der wird's richten. Schön hart die Lane gewinnen und dann reinrotieren nachher. Klicks, viele lieben Dank dir für den Support. Willkommen. Man kommt die nächste Windchange mit Henno und Papa Platte, war ultra lustig. Das wird eine ganze Weile dauern, bis so eine mal wiederkommt, Leute. Die müssen sich jetzt erstmal erholen von der Windchallenge, glaube ich. Ich habe längere Haare als meine Freundin und zahle für Haare, Bart 25 Euro. Sie lässt sich Spitzen schneiden und zahlt 40. Ist das gerecht? Ich glaube schon. Warum ist der Friseur für Frauen eigentlich so viel teurer? Das habe ich mich immer schon gefragt. Sind die Haare einfach so viel pflegeintensiver, die langen Haare, oder wie ist das? Die Pflegeprodukte sind so teuer, okay. Wird die Challenge schon gestern beendet? Ich habe heute gefragt, heute haben sie leider keine Zeit, also ich glaube, das war's einfach. Hey, danke an Zlatan für den Support. Willkommen. Weil Frauen bereit sind, das zu zahlen, Männer nicht. Aber so funktioniert das doch nicht, oder? Oder doch? Funktioniert das so? Das klingt ja vogelwild. Gehe ich jetzt hier vielleicht lieber First Strike in dem Game? Weil das wird doch ein Late-Game-Super-Hyper-Carry-Angle, oder?
Irgendwie so könnte ich mir vorstellen. Ist das zu greedy? Ist das dumm? Ich weiß nicht, ob das dumm ist. Boah, Diana ist so ein schlechter Pick, ja. Ich glaube, das ist dumm, ne? Ich glaube, wir müssen das Early gewinnen. Weil ohne Early gibt es kein Late Game. Mm-mm. Wird es mehr Aufnahmestreams für die Jungs von Pizza geben? Ja, wenn sie mich dabei haben wollen, sicher. Ich meine, das kommt auf die an, weißt du? Danke an Kodiox für den Support. Einen wundervollen wünsche ich dir, Kodiox. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, der Account hat crazy MMR, der Toplane-Account. Das ist völlig insane. Das ist so insane, ne? Also wenn man sich die Games anschaut, dann wir spielen halt wirklich, oder? Lass mal gucken. Was ist das für ein MMR-Average hier? Der durchschnittliche Elo, das ist halt über 100 LP Master schon, ne? Über 100 LP Master ist die MMR. Das ist so verrückt. Na, so ein 20er Winningstreak macht schon was her, ey. Hey, wir haben SK Candy Panda im Team. No, wait, top lane main this season. No, I'm doing a project right now where I climb on three different roles. LP bekommst du pro Win 30. 30 LP pro Win. Er spielt noch, ich glaube nicht, ob es der echte ist. Wald Grandmaster Lobbys. Liebe geht raus in den Chat. Ja, grüß dich, Candy Panda. Für alle Legende. Nein, ich bin nicht der Echte, aber du spielst wie der Echte, oder? Sei ehrlich. Was hat das mit dieser Elo-Inflation auf sich, von der so viele reden? Ja, es ist den Leuten aufgefallen, also das war jetzt vor dieser Season so. Ich weiß nicht, ob es diese Season mit Emerald-Einführung genauso ist. Aber vor dieser Season ist den Leuten aufgefallen, dass Riot Schritt für Schritt von Season zu Season verändert hat, wie wie die Verteilung der Spieler aussieht. Das heißt, also jetzt einfach als Beispiel, das sind nicht die korrekten Zahlen, aber in einer Season war 1% der Spielerbasis Diamond. In der nächsten Season waren es 2% der Spielerbasis. In der nächsten Season waren es 3% der Spielerbasis. In der nächsten Season waren es 4% der Spielerbasis. Und das sorgt praktisch dafür, für ein künstliches Gefühl des Besserwerdens. Ne, weil wie Ranked funktioniert, ist ja, dass du dich praktisch in Abhängigkeit der anderen Spieler misst. Das heißt, du bist ja dann nicht besser, wenn du Diamond bist und davor warst du Platin, wenn du praktisch gewinne ich, oder? Wenn du dann praktisch aber nur prozentual bist du dann halt niedriger, ne? Und das ist den Leuten aufgefallen, dass praktisch Riot künstlich erzeugt, dass du das Gefühl hast, besser zu werden. Was ja auch Sinn macht, ne? Weil natürlich, wenn du das Gefühl hast, du wirst besser, wenn deine LP ansteigt. Ich glaube nicht, dass ich da flashen sollte, ne? Das war dumm von mir, der Tod. Dann wirst du halt mehr und ausdauernder und weiterhin spielen. Und das ist halt, genau. Das bedeutet, es gibt eine Inflation der LP. Weil einfach immer mehr Leute höhere Ränge erreichen, obwohl sie nicht besser werden im Vergleich zur Spielerbasis. Ich hoffe, macht Sinn. Suralea und Henrik, willkommen Leute. Schön, dass ihr da seid. Das ist eine Verschwörung, oder? Nee, das ist. Also du kannst ja einfach die Statistik. Kannst du einfach anschauen. Das ist tatsächlich so. Ich meine, Riot kann das ja steuern über LP-Gains.
Yes. Er hat wohl jetzt die Rapier. Dann diven wir ihn einfach, ne? Richtige Harpune. Courageous Giga Guard. Zap Action. Fiery Spirit of the Euro Inferno. Oh Mann. Ich warte, bis sie gneit oder so. No. Es machen wohl relativ viele Videospiele machen das, ja. Das macht wohl nicht nur League, sondern relativ viele Spieler, weil du halt einfach deine Spielerbasis besser an dich binden kannst. Macht er noch nicht. Ne, das machen wohl fast alle Videospiele machen das, ja. Ja, also das macht nicht nur League, das ist so komplett normal, dass du so ein... Das ist genauso, warum es in vielen so, wie nennt man das? In vielen so Games wie WoW und so, dass es diesen Power Creep gibt, dass immer alles stärker wird. Das ist auch, das hat auch was damit zu tun, die Leute halt zu binden. Weil es immer neue Stärke, neue Chase-Items und so weiter gibt. Schubert. Nice. Ja, Besen, ne? A Monster. Ich weiß gar nicht, ob das worth it ist, lieber die Maske da zu bauen, statt den zwei Items. Und Counter-Strike hat das Gegenteil gemacht. Ja, Counter-Strike 2 hasst aber auch seine Spielerbasis. Also die haben, ist keine Ahnung. Also Counter-Strike 2 hat richtig reingeschissen, ja. Und jetzt gibt's so Leute, die posten ganz stolz, wie hoch die Player-Peaks sind. Und dann gibt's halt Leute, die Tausende und Abertausende von Bot-Lobbys posten drunter. Weil halt einfach das ganze Spiel komplett überflutet ist von solchen Bots, die Kisten farmen. Und Valve nichts dagegen tut, Nächstes Game, CS2. Es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Game. Ich spiele das sehr gerne, CS2, aber die haben echt richtig Kacke gebaut mit CS2 statt CSGO. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Es gab einen Bug bei CSGO, wo du mit einer Line, die du in die Konsole geschrieben hast, dafür sorgen konntest, dass du einen Map-Hack hast. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, jeder, der praktisch diese eine Line da reingeschrieben hat, hatte einen Map-Hack. Das war in der Beta. Nee, das war vor 2 Tagen, war das. Hm.
Der Honest Soul, das war ein ziemlicher Tilter für ihn, ja. Hättest du den Lee nicht killen können? Ich glaube, der one-hittet mich einfach mit Kick into Q, ehrlicherweise. Ich glaube, der one-hittet mich da. Dass das der Lead Toplane Zeit wastet in einem Tank-Matchup? Kann auch meine Botlane ganz unbefreit spielen unten. Alles so gut, was wir hier machen, Leute. Das ist so fucking clean. Galactic Hyper Barrier! Oder killt er mich instant? Nice. Danke an Sora und Brownie. Vielen lieben Dank für den Support. Du kannst eigentlich casual reden, während du outbearst. Viel Übung ist das. Das ist tatsächlich, also am Anfang konnte ich das gar nicht beim Streamen, da war ich komplett überfordert. Aber mittlerweile, nach ein bisschen Training, ist das, also, keine Ahnung, das fühlt sich einfach alles sehr natürlich an. CS, danke dir auch für den Support, schön, dass du bist, JW. Nicht gut, Candy Panda ist tot. Nein, nicht Candy Panda! Wir können wahrscheinlich jetzt noch für ein Plättchen hier oben gehen, oder? Kleiner Overstay für ein Plättchen. Wir nehmen nur das eine. Wir könnten noch ein zweites nehmen, aber. Shiva hat sehr bad potenziell. Wenn er mich interruptet, einmal ist sehr bad. Er ist sehr bad. Schade, ich kann die nächste Wave einfach ulten und bilden. Ich meine, das ist sehr greedy, aber wird halt hart pushen. Vorsicht, das Lee schon. Was baue ich jetzt hier? Das ist actually sehr hart. Was baut man denn hier? Immer sehr, sehr unsicher, was man auf Dings bauen soll. Okay, Lee hat einen Kill geholt. Nice. Würdest du das Matchup Rumble-Illaoi einschätzen? Ich glaube, Rumble gewinnt gegen fast alle Melee-Champs in-game. Ich glaube, Rumble ist sehr... Also ich meine... Bei Illaoi ist aber in fast jedem Matchup ist immer dasselbe. Lässt du dich von dem E treffen, verlierst du. Lässt du dich nicht vom E treffen, gewinnst du. Das ist halt Illaoi, ne? Das ist immer derselbe Scheiß.
Ein Riftmaker bauen? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist nicht so bad gegen Kings. Ist er gerade reingegangen? Bro. Nö. Jut. Sollte Turret sein, ja? Nice. Ich vielleicht einfach für Kryptblumen hier? Was meint der? Eine kleine Kryptblumen bauen? Gut für unsere Sideline und allgemein haben wir sehr viel Magic. Oh, das schreibt doch einer in den Chat, ja. Ich glaube, das ist am besten, ja. Dann können wir später hieraus irgendwie Storm Surge oder sowas vielleicht noch bauen. Schreiben auch schon Leute im Chat, ja. Ich glaube, ihr habt recht. Kaplum ist gut hier, early. Danke an Azrora und Wingman. Willkommen. Aber Ignite wäre nicht top oder Ghost Gold technisch besser. Ignite ist sehr krass auf Rumble zusammen mit Nimbus Cloak, wenn du Lane Domination möchtest. Das ist einfach, das gibt ja unfassbar viel Kill Pressure. Das wird sogar teilweise im Pro Play gebaut, weil das so potent ist. Und wenn im Pro Play Ignite, also du kannst halt, du willst halt auf Rumble unbedingt deine Lane gewinnen. Das ist halt super, super essentiell, dass du die Lane gewinnst. Warum nicht Kryptoblumen? Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich die bitte nicht mehr Kryptoblumen nennen soll, weil das offensive ist für die Krypto-Community. Also Grüße gehen raus an meine Krypto-Bros da draußen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte natürlich in keinem Fall lustig machen mich über Krypto-Coins. Entschuldigt bitte, dass ich das Item nicht Kryptblum, sondern Kryptoblum genannt habe. Eigentlich sollte der nicht oben sein können. Das heißt, wir können auch eine pushen sogar. Ihr kennt ja nicht die neue Krypto-Community. Ja, auch bei mir sind Krypto... Ich meine, Krypto-Bros... Also in der Regel ist ja an denen nichts, da war nur einer, der sich beschwert hat. Jetzt sage ich halt Kryptoblumen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ernst war. Ich glaube, das war eigentlich mehr... Also, ich glaube, das war keine ernst gemeinte Message. Aber hey, ich nehme mir das zu Herzen. Die Novae Coin kommt hier in 3 Tagen. Ja, so wie es aktuell aussieht, brauchen wir die Novae Coin. Ansonsten wird es schwierig mit der Finanzierung von NNO, Er kriegt ordentlich Damage aus seiner Passiven raus, muss man sagen. Nice. Lee Strong, das stimmt, ne? Die haben Strongside Orn gespielt und ich bin einfach 6-1. Ja. Oh, hier rüber. Not this track, that's actually ziemlich cool, Hat er
der gerade gesagt, ich bin besser als Tolkien? Problem, Tolkien! Ja, ja, so schnell kann's gehen, ne? Erst wird man Caster und dann wird man in der solo-queuen Masse disrespected. Jetzt klar, die glauben, die Windrange ist zu hoch. Die glauben jetzt nicht mal mehr, ich kann Tolkien sein, ne? Nee, 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 nee. Ich habe kein Krypto, ne. Ich hatte mir mal überlegt, Bitcoin zu kaufen. Rückblickend wäre das wahrscheinlich eine gute Investition gewesen. Aber ich verstehe Krypto nicht ganz und da war halt so viel Shadiness unterwegs. Oder ist immer noch unterwegs auch. Deswegen habe ich mich da immer rausgehalten. Ja, nur was fehlt. So. Der hat mich gerade leicht beschiert, ne? Habt ihr das gesehen? Ich habe mal 2015 gemeint, einen Monat im Pool 10 Bitcoin. Mein Glückwunsch. Sind das irgendwie 600.000 Euro? Das ist schon krass, ne? Manchmal, für manche Leute hat das wirklich das Leben verändert. Ich meine, es gibt natürlich mehr Verlierer als Gewinner, aber also für manche Leute hat das wirklich ihr ganzes Leben verändert. Ich kenne auch jemanden, der mit mir zusammen auf der Schule war. Der hat auch eine kleine Krypto-Position gehabt und der kann sich jetzt einfach mit... Der ist ein bisschen jünger als ich, ne? Der ist Ende 20, aber der kann sich es einfach leisten, jetzt nicht mehr arbeiten zu gehen. Oder sehr reduziert arbeiten zu gehen. Das ist schon krass, ne? Nvidia habe ich gekauft, ja klar. Gut. Das konnte ja jeder sehen, ne? Die haben, glaube ich, auch, keine Ahnung, wie viel Prozent die haben, aber die haben ein paar hundert Prozent gemacht. Das ist ein guter Kauf gewesen, die Nvidia-Aktie. Jetzt gehen wir nach unten. Hat also nicht mehr arbeiten, das ist ja dann wirklich sehr viel Geld. Naja, gut, nee, der, also der ist. Wie soll man das nennen? Der ist immer schon so ein bisschen ein Freigeist gewesen, wisst ihr? Der war. Der ist nach dem Abi, ist der erstmal auf so eine Weltreise, aber ohne Geld zu haben gegangen. Das heißt, der ist praktisch um die Welt gereist. Der war in Australien und in Peru und der hat praktisch vor Ort dann immer gearbeitet. Work and travel mäßig so. Der war in Peru, war der in so einem Reservoir für Tiere, war er da. Und hat sich dann ehrenamtlich so um Affen und so gekümmert. Ich glaube Affen, weiß nicht mehr genau. Mir zahlt die Reise, die hat er gezahlt. Einfach super günstig gelebt, halt Jugendherbergen und Co. Manchmal auch im freien Nachthimmel geschlafen. Und ansonsten halt einfach gearbeitet. Er hat sich das alles selber finanziert, keinen Cent von seinen Eltern bekommen. Vielleicht hat er ein bisschen was von seinen Eltern, das weiß ich nicht. Vielleicht hat er ein bisschen was von seinen Eltern, entschuldigt. Nice. Wenn wir selber Drake nehmen oder Ende machen, ehrlicherweise. Was ist your main Elo, Mr. Rumble? Bring mich rein, Scotty, komm. Bring mich rein, Seraphin. Okay, YouTube Play incoming. Let's fucking go, Leute. Okay, sieht gut.
Okay. Krass, krasse Montage-Ult. Single-Man-Ult auf den gegnerischen Full-Tank-Orn. Stark. Bro, oh, hit doch den Turret. Einen Hit, Candy Panda. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Der hätte da easy 4 Hits machen können. Muss das wirklich sein? Der hätte da 4-mal hitten können mit dem Raketenwerfer. Er geht einfach weg. Ist das ein Troll, ey. Schauen wir da. Oh, das erinnert mich an gestern mit Brücke und Tristana, ey. Wenn wir das jetzt auch verlieren, ey. Okay. Will doch nicht aufhören, mit dir zu spielen. Candy Panda, du gehst jetzt da rein und hittest den Nexus. Das hätte er aber for you, hättest du das schon absehen können. Du. Noch ein Fragezeichen für die Seraphine, Latian. Oh mein Gott, wenn wir das jetzt noch verlieren, ne, Candy Panda, dann lernst du mich aber kennen. Okay, Insekt am Start, naja, you bezahlt hoffentlich. So, jetzt der Panther für Candy Panda, komm, geh rein. Geh rein, Junge. Hit doch die Lulu. Willst du mich flachsen? Das ist sogar ein deutscher Zuschauer mit dem absoluten Super-Disrespect an Tolkien. Holy shit. Der absolute Giga-Disrespect. Ja, nimm mein Honor, Candy Panda. So. Jetzt wieder ein paar Midlane-Games, um die gute Laune wieder loszuwerden. Komm. Lass uns wieder keinen Spaß haben und Mitte spielen. Danke an Mortadella. Vielen lieben Dank für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Werte Mortadella, schön, dass Sie mit dabei sind. Mal gucken, ob wir ein normales Midlane-Game bekommen, ja. Das wäre doch wunderschön. Let's do it. Ja, ich weiß schon. Ihr steht eher drauf, wenn es ein bisschen schwieriger wird, ne? Mm-mm. Okay, ich nenne den Stream Buff Midlane Please at Riot Games. Das ist doch mal ein Name, oder? So, perfekt. Hoffentlich kommt das bei denen an. Hm, der will schon Spaß haben, wenn man auch Mitte spielen kann. That's goddamn right. Dazu gehst du fürs Back 22 Back. Das war das Back 22 Back gerade. Das war gerade das Back 22 Back. Wir sind jetzt 2 Wins vom Master und haben 22 Wins in Folge auf dem Account. Danke an Inls und Heino und Thais, genauso wie Kaona. Vielen lieben Dank für den Support. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und nein, PC, vielen lieben Dank. Ich glaube, wenn wir noch 2 Wins auf dem Toplane-Account haben, wäre das der beste Climb, den ich jemals in League geschafft habe, im Übrigen. Ich glaube, ich habe noch nie mit 90% Win-Ratio ohne Duo-Queue Master erreicht. Noch nie. Das ist, und es ist meine längste Win-Streak, ist es auch bald in höherer MMR. Mm. Das, ja, also das ist schon sehr heftig, ja, das ist sehr heftig.
Mir lief die Wind-Challenge gestern. Wir haben es leider nicht geschafft. Wir haben sogar relativ viel nicht geschafft. Wir haben Dota nicht geschafft, PUBG und Dings haben wir nicht geschafft. DBD. Ich habe mir überlegt, ob ich heute Nacht vielleicht einfach eine kleine Nachtschicht mache und versuche noch ein bisschen aufzuarbeiten. Also so nachdem wir mit League durch sind, so gegen 12:30, dass ich dann vielleicht noch ein Stündchen, zwei hinsetze und dass ich das so nach und nach über die Woche halt abbaue. Weil die wird wahrscheinlich nicht fertig gemacht werden, die Challenge. Mm-mm. Was die Bestrafung? Es gab keine Bestrafung, Ramble, tatsächlich. Weil das war ja mehr so ein Spieleabend praktisch mit den Boys. Das war ja eigentlich keine wirkliche Wind-Challenge, ne? Weil es stand ja fest, dass jemand früh gehen muss und nicht alle mitgemacht haben und so. Das heißt, es war mehr so eine... Eigentlich war es mehr ein Spieleabend. Aber es war schön, mal wieder alle in den Uraltjungs zusammen zu haben, muss ich ehrlich sagen. Hat echt mal wieder Spaß gemacht, ne? Hm. So, Strafe, wir müssen nochmal eine NO-Challenge machen, sage ich. Ey, ich bin immer dabei. Ich hatte gestern ultra Spaß mit den Jungs. Alle? Ja, ich meine, ich kann Algorin schon verstehen. Wisst ihr, warum er auf sowas keinen Bock hat? Ich kann das schon verstehen. Es ist, natürlich ist es immer schade, wir hätten ihn gern dabei, aber ich kann es verstehen. Ne, 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 ne. Danke an Shizukari. Willkommen. Ne, 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 ne. Alle, yep, Algorin gehört nicht mehr dazu. Ne, Algorin ist halt, der hat halt bei League Triad, am Wochenende ist er dabei. Am Wochenende ist er dabei. Da sind alle außer Tolkien sind dabei. Aber dass wir wirklich mal alle fünf wieder zusammenkriegen, ist fast unmöglich gefühlt. Könnt ihr das nicht direkt Spieleabend nennen? Ich glaube, das wäre die beste Idee, ja. Spieleabend und rein. Was ist denn seine Begründung? Er streamt ja auf Englisch mittlerweile. Das heißt, es ist halt für seine Zuschauerschaft sehr blöd. Und dann hat er sehr geringe Einschaltzahlen. Und das ist natürlich unangenehm für ihn, tiltet ihn. Es ist außerhalb seiner normalen Streaming-Zeiten, wisst ihr. Er sieht halt da, glaube ich, nicht wirklich den Mehrwert und hat auch selber nicht so Spaß an anderen Titeln außer League. Wind-Challenge gibt mehr Views. Ich glaube, Spieleabend gibt genauso Views, ehrlicherweise. Ich glaube, die Leute mögen einfach, wenn wir fünf Chaoten zusammenspielen. Er hat doch dennoch zwei bis zwei Drittel deutsche Zuschauer, oder? Das weiß ich nicht, wie sich das verändert hat über die Jahre. Also das kann, oder über die Zeit jetzt, wo er auf Englisch gestreamt hat. Ich meine, der war ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so erfolgreich ist für ihn, aber der Wechsel war ja sehr gut für ihn, weil er da so 5K Average oder so hatte. Und jetzt mittlerweile, ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr verfolgt, um ehrlich zu sein. Sneak Peek, neue Version. Okay. Schauen wir mal. Doppelrange gegen Any, Mitte oder Zilean. Runde Hawaii anspielen hier, komm. Man spielt ja auch mit Airy aktuell, ne? Oder Meteor? Ich glaube, beides ist fein. Wieso vielleicht? So, hier haben wir eine neue Version der Seite. Haben wir. Oh, ich hatte Cam an. Wups. Bin ja am Schimmel. Naja. Ah, der gute A-Mod. Da steht drin, 523 ist die Grandmaster-Grenze runtergegangen, A-Mod. Interesting. Das ist echt hier richtig cool, die Seite. Schaut euch das an. Da sieht man, ne, auf AD Carry haben wir jetzt eine Weile nicht mehr gespielt. Da sind wir jetzt gerade Master angekommen. Die Winrange ist von den einzelnen Accounts. Toplane aktuell über 90%. Die Spiele, ne? AD mit Abstand die meisten Spiele natürlich auch gespielt. Ne? Und jetzt müssen wir hier gucken mal, wie wir zurechtkommen. Richtig, richtig coole Seite, aber Emad. Danke, dass du dir da die Zeit nimmst und die Mühe machst. Was auch cool wäre, wäre, wenn... Oh, das klappt schon. Man kann auf die draufklicken und dann kommt man aufs OPGG. Das klappt schon, nice. Danke an Humperdingel und Bebetta ist mit dabei. Willkommen.
Kann es sein, dass man mit einem frischen 30er-Account etwas hochgerankt wird aktuell? Ja, also mein erstes Game war Platin 4 Gold 1. Das heißt, du startest schon über, also höher als 50% der Spielerbasis. Also das ist schon krass. Na, hast du schon den Trailer? Oh, Trailer. Wollte ich nicht vorhin von irgendeinem Mobat? Und ich wollte mir ein Getränk holen. Shit. Oh, no. Ich wollte mir ein Getränk holen und das Fenster auf. Oh Gott, ich habe alles vergessen. Ein Token Noise. Okay, schauen wir mal her. Das ist der echte Storm Fury, wo. Kann sein, ja. Storm Fury Top klingt sehr nach ihm. Und Supportive Playstyle hat er drauf. Art is empty without empathy. My work Air Max Music, vielen lieben Dank dir für den Support auch. Schau mal, wie der immer am Pinseln ist, der Kerl. Ordentlich am Pinseln. Ne, Nocturne würde ich so targeten. Ja, ich meine, Inni Nocturne wird auch sehr, sehr gefährlich. Aber wir haben Hawaii, das heißt, wir müssen uns nicht wirklich gankbar machen. Wir können einfach die ganze Zeit Waves clearen und chillen. Ist natürlich ein bisschen blöd, nicht seine Power auf der Lane richtig ausnutzen zu können, aber in der Mitte musst du aktuell ein bisschen adaptieren können. Aus meiner Erfahrung. Der Bierdüsemann. Ja, wir sehen jetzt, dass unser Jungler invaden möchte. Das heißt, wir wollen jetzt auf jeden Fall pushen hier. Pushen. Let's go. When others fall to pieces, I... Ich bin gespannt, ob das ist das worth für sie. Ja, ne? Das Combo killt jetzt hier. Ja, das vielleicht schon. Ah, ich hätte warten sollen. Einfach auf EE. Ah, das war dumm. Da wir die EE-Kombo machen können. Schön. Die Bretter ist da. Gut aus. Bin sehr sicher angeflasht hier. You ain't got no alibi. Oh, hast du es nicht getroffen hat? Oder hatte der wieder Schild? Okay. Wichtiger Flash. Findest du Mitte eigentlich stark aktuell? Tatsächlich finde ich für meinen Playstyle Mitte aktuell nicht so gut. Aber ich glaube, Mitte kann sehr stark sein. Ne? Also ich hoffe, man versteht, wenn ich das sage. Was ich meine, ich glaube schon, dass Mitte sehr stark ist aktuell. Aber du musst Mitte anders spielen. Deswegen werde ich mir ja auch, also Sertus zum Beispiel hat schon Coaching angeboten. Darauf will ich zurückkommen. Vielleicht Power of Evil anfragen für ein Coaching. Serien anfragen für ein Coaching. Weil ich muss Mitte auf jeden Fall neu lernen. Mitte ist jetzt nicht mehr dieses... Zum Beispiel mein Playstyle, und das sieht man bei dem Toplane-Account, finde ich, sehr gut, ist das, was ich auf Toplane mache. Ich bin statisch auf der Lane und ich bin ein smarter, guter Laner.
und ich generiere Vorteile über Sidelane, wisst ihr? Und dann komme ich mit sehr starken Stats in die Teamfights und piste dich. Aber das ist auf Mitte funktioniert das aktuell nicht, sondern auf Mitte ist alles ist gerade Tempo und dann Roamen und Warden und Skirmischen, wisst ihr? Und das ist so eine Sache, die mir einfach nicht so liegt. Ich bin nicht so jemand, der sehr gutes Map-Movement hat. Aber wenn du das hast, ist Mitte natürlich immer noch sehr, 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 sehr nice. Ne? Also, ist bloß mein Playstyle funktioniert nicht mehr so gut. So. Die ist auch noch ab. Ob wir hier anmachen sollen, ha? Komm zurück zur Lane, boy. Hätte auf jeden Fall den Bot anmachen sollen davor, aber ne? Zelda Hook, ja. Ah, wirklich ein sehr guter Hook. I threw the line. Gehen wir zurück hier. Ja. Das ist so ein geiler Champion, Mann. Er weiß echt, das ist so ein guter Champion. Der ist auch so stark, ne? Mittlerweile. Wurde er nicht nochmal gebufft? Oder wird, glaube ich, nochmal gebufft, ne? Papa Tom, Mr. Don't Even Try. Vielen lieben Dank für den Support. Ich hätte putschen sollen, als ich gesehen habe, dass der Nocturne hier unten ist und noch nicht 6 ist. Der Fresh spielt absolut incredible, ne? Wow. Absolut am Smurfen. Ja, Papa Tom, ja, das ist natürlich eine ja, das ist schon verlockend, weil das ist, sobald du halt natürlich komplette finanziell, ich weiß, was du meinst, ja. Auf der anderen Seite, mir geht's halt jetzt schon, das ist, ja, da reden wir heute Nacht im Nachtteil des Streams drüber. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Hey, Elo, bist du da jetzt? Das ist ungefähr Low Master, ist das, glaube ich. Bin auch Ringer OTP, ja. Das habe ich am Flash gesehen. Du hast wahrscheinlich auch Valkyrie Stream, ne? Wenn du so flasht. Das sieht noch einen klassischen Valkyrie Flash aus. Double Flash Ignite. Die Gegner sind actually richtig stark später. Ich hätte da jetzt nicht scherzen sollen. Wait, wo ist unser Lee gestorben, Mann? Ich beliebte zu scherzen. Aber es war ein Fehler. Die haben noch 2 Plattenbilder jetzt bekommen. Oh no. Und die haben schon 3 Goobies. Oh no. Okay, Enemy Team, are we quite sure about this one on the bot lane? Oh, summa summarum, vielen, vielen lieben Dank für die Tier 3 Win Challenger Ton. Jede Donation über Betrag X darf sich einen Win in einem Game wünschen. Oder in unterschiedlichen Games.
Das erst oft, wenn du alles gewonnen hast. Boah. Ich glaube, das ist sehr problematisch, weil ich meine, ich glaube, dass Zuschauer sich Sachen wünschen können, wo du keine Chance hast, jemals zu gewinnen. Da kann dich halt jemand also einfach locken in irgendeinem Spiel für den Rest deines Lebens. Ich glaube, das klingt sehr gefährlich, ehrlicherweise. So. Ich meine, das wäre sehr cool, wenn alle halt realistisch sich was vorstellen. Ich finde, du könntest machen, dass, okay, du musst einen Win oder 2 Stunden oder so dieses Spiel spielen. Was hältst du davon? Ich glaube, das würde eher gehen. Und das ist halt auch so, du musst halt die ganzen Spiele dann auch noch installieren, natürlich. Ich meine, das würde ein bisschen Vorbereitung dauern. Oder man müsste praktisch sich die Liste machen lassen und dann danach praktisch muss ich ausarbeiten, was realistisch schaffbar ist in diesen Games. Und man müsste das nicht mit Donations machen, das könnte man bestimmt irgendwie anders machen, aber... Hier gibt es ja auch gar keine Donations auf dem Kanal. Ich meine, es gibt schon viele coole Games, die immer mal vorgeschlagen werden. Aber die Frage ist halt auch, wenn du jetzt das in der Team-Win-Challenge machst, wie machst du es dann? Und Solo-Win-Challenge ist ja was allgemein, sagen wir mal, jetzt nicht so beliebt ist. Ja, tot. Nice. Ich meine, es gibt, wisst ihr, bei sowas, ne, solche Ideen könnt ihr super gerne sagen, da gibt's bestimmt Formate, du. Da bin ich voll bei dir. Irgendwo ist da ein Format mit der Idee. Aber wie genau machst du das? Dass es cool ist für die Zuschauer und für den Streamer. Tschüss. Malady. Zurück. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde, das hat jemand gemacht, der heißt Zeus Spezial, heißt der. Der hat eine Challenge gemacht, wo er on-stream Indie-Games gespielt hat, bis zu gewissen Checkpoints. Also dann so Sachen wie, da kennst du dann so Sachen wie so Fadian-Games heißen die, glaube ich. Sowas wie Jump King zum Beispiel könntest du spielen. Oder du könntest Binding of Isaac nehmen. Celeste, dann dieses Don't Do Will Die oder so. Das ist für eine Solo-Challenge oder Death Cells zum Beispiel. Da gibt es ganz viele so Spiele, die in diesem Sektor sind. Und da kannst du halt, also da kannst, das ist glaube ich für eine Solo-Win-Challenge. Einfach mal so eine entspannte mit euch und einfach unterhalten und so ist das glaube ich sehr geil. Also erklären, wie man gegen Hawaii spielen muss. Hawaii ist ein extrem starker Lane-Bully. Das heißt, du willst aufpassen, dass du um seine Base-Kombos rumspielst. Eine Kombo, die Hawaii-Spieler sehr gerne machen, ist QE legen und dann dich mit dem EE in das QE ziehen. Viele von den Kombos funktionieren mit dem EE, also mit dieser Klaue. Zum Beispiel auch die EE-Kombo, wo du sie ins QW ziehst. Ist sehr, sehr stark. Dann gibt es noch die EW-Kombo, die Augen-Kombo ins QW rein. Die gibt's. Und du musst gegen Hawaii, wenn du ihn angehst, willst du ihn all-innen, entweder alleine oder mit deinem Jungler. Und ansonsten spielst du passiv für Wave-Clear und lässt dich nicht aus der Lane poken. Das ist sehr, 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 sehr wichtig.
Und dann im Late Game ist es halt wichtig, im Late Game, was ein Hawaii machen wird, ist, der legt sein W dahin, der macht seine Gletscherspalte dahin. Und es ist halt wichtig, wie du dich annäherst. Das heißt, du willst gegen den Late Game Hawaii, willst du sehr viel über Flanken Teamfights spielen. Und du willst ausnutzen, dass er sehr immobil ist und willst ihn catchen in seinem Setup. Wo bin ich? So, da hat man einen sicken Snipe machen können auf den. Beide sterben dafür. Plonk. Ich hätte es aber besser spielen können. Ich hätte noch mein WW legen müssen und ich muss natürlich für EQ gehen, um seinen Ton zu interrupten. Was würdest du Anfängern empfehlen, um besser zu werden? Viel spielen und wenige verschiedene Champions spielen. Aber das Wichtigste ist tatsächlich einfach viel zu spielen. Das ist das Allerwichtigste. Scheiße, Bro. Okay, wir müssen anspannen. Das Game sieht sehr hart aus. Okay. Full Focus, guys. Full Focus. So, ist das der echte Stormfury? Das ist der echte Stormfury wohl auf seinem Top-Lane-Account. Lass kopieren. Yeah, boy. Was haben wir denn hier? Die haben Drake, haben sie auch bekommen. Und die haben Nocturne Shin-Kombo. Nice. So. Wir wollen Topland Terror spielen, ne? Ich weiß nicht, ob ich da die richtigen Spells benutze, um ehrlich zu sein. Oder ob da was anderes besser wäre in der Situation. Das scheint zu funktionieren, ey. Alright, gehen wir mal zurück hier. Ich glaube, wir bereiten uns mal darauf vor, dass die ein bisschen Medic-Pen holen. Gehen wir nach unten und halten da den Turret. Nach dem Game muss ich mir kurz ein Getränk holen und ich muss ganz kurz das Fenster zumachen. Denkst du, Hawaii-Support ist aktuell sinnvoll? Ich glaube, Hawaii-Support ist okay. Ich glaube, Mitte ist ein Ticken besser, ehrlicherweise.
Moment, wie ist er denn in dem Busch drin, ne? Und die sterben wieder beide dafür, die kleinen Schrezis. Aber wie ist der denn in dem Busch? Da war ich ja komplett perplex, Wow. You did. 2 für 1. Ist okay, it's okay, it's okay. So, warte mal. Jetzt kann ich einmal ganz kurz das Fenster kann ich schon mal zumachen, ne? Wenn ich doof bin, ja. Alright. Wir haben einen Turret. Die kriegen eine Menge Bounties, ja. Das gefällt mir überhaupt nicht. Er hat sich gerade gezeigt, dass du in den Chat geschaut hast. Gott, der mit Chat hat er mich schon wieder umgebracht, ha? Na klaro, der Chat mal wieder. Was ist denn mit dem guten alten Rock passiert? Der kommt hier doch noch ständig. Und wir machen jetzt halt immer mal wieder auch elektronische Musik, aber wir haben, also, ich würde sagen, so 50-50 ist das pretty much. Es kommt halt auf die Uhrzeit an. Dann ist mein Bild, du musst dich nicht entschuldigen, das ist gut. Warum habe ich meine Ulti einfach random auf den geworfen eigentlich? Was war das für eine Idee? 1? Viel zu einfach irgendwie. Naja, was heißt viel zu einfach? Das war eine gute Länder von dir. Das war eine gute Länder. Das Game hat richtig Spaß gemacht. Gute Arbeit. Ja, mit der schönen Flame Horizon an der Stelle. Nice. War Hawaii deiner Meinung nach ein gelungener Champion-Release? Ich würde sagen, Hawaii ist sehr gelungen, ja. Ich meine, ich glaube, mittlerweile jetzt langsam, weil sie ihn ja auch weiter gebufft haben, bewegt er sich an einen Punkt, wo er zu stark ist. Wahrscheinlich. Die wollen ihn, glaube ich, unbedingt bei den MSI haben, leider. Aber ja, ich würde sagen, Hawaii ist ein sehr gelungenes Champion-Design. Bekommt man noch ab 70 Monaten ein Abo im VIP? Nee, das konnte ich nur so lange machen, wie Platz war im VIP, weißt du? Jeder Streamer hat irgendwie nur, ich weiß gar nicht, wie viele VIP-Slots du hast. 20, 50, 100, eins von denen. Und das war halt, ab einem gewissen Punkt war das voll. Aber solange ich konnte, habe ich alle Leute VIP'd. Natürlich das große Glück, dass ich ein paar sehr Langzeit-Subs hier habe in dem Kanal. Sind 55 Monate viel? Ja, es sind nicht so viele Leute, die so lang subscribed sind. Aber es gibt halt eine Handvoll sehr treuer Supporter gibt's. Aber 55 Monate ist sehr lang schon. Ich muss mir aber vorstellen, du bist mehr als 4 Jahre bist du in dem Kanal. Das ist sehr, sehr untypisch, dass man eine Serie, eine Folge, irgendwas 4 Jahre oder so verfolgt. Das ist schon sehr krass. Toll. Ich hätte sie sogar kubieren können, aber jetzt ist es so gewesen. Endlich. Nice. GG. Holy shit, der Hawaii ist so cool, ne? Das ist so cool.
Wer der längste Supporter? Mein längster Sub ist I Am Valkyrie, heißt der. Das heißt, wenn du bei mir, ich kann einmal kurz was tippen im Chat, bei mir siehst du die längste Zeit, die du subscribed sein könntest, siehst du bei mir 106 Monate. Und ich glaube, Valkyrie hat entweder 106 oder 105 Monate, hat er, glaube ich. Also, das, weil praktisch du selber wirst, wenn du Partner wirst, dann wirst du dir automatisch selbst subscribed von Twitch. Aber du kriegst natürlich kein Geld für den Sub, aber du wirst dir selbst subscribed von Twitch. Also ich glaube, Valkyrie hat entweder 105 oder 106 Monate, hat er. Get him! Vielen lieben Dank für den Support. Ich habe bald mein 10-jähriges, ja. Also nicht mehr lang, dann habe ich mein 10-jähriges Streaming-Geburtstag, Gedingsel da. Ja, das ist Valkyrie. Schau, der hat auch das Founder-Zeichen. Founder sind auch Leute, die halt von Anfang an mit dabei sind. Dr. Toad, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Und dann haben wir noch den Fume, genauso wie den DX Mink. Auch da einen wundervollen. Und Broda ist mit dabei. Das ist der eine hat noch mehr. Also mein allererster Subscriber war jemand, der heißt Pustekuchen LP, heißt der. Der ist gelegentlich sogar noch. Oh shit, mit dem wollte ich eine Runde spielen. Oh no. Der hatte nur letzte. Oh no, 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 warte mal. Ah, der Pustekuchen-LP. Das ist mein längster Subscriber, ist das. Madin, vielen lieben Dank für den Support. Kennst du deinen Valkyrie schon vorher persönlich? Nee. Ich habe den erst über den Stream kennengelernt. Manticore, vielen lieben Dank für den Support. Der hat subscribed, da wusste ich nicht mal, dass ich Partner geworden bin. Der Pustekuchen-LP. Das war mein erster Subscriber. Der hat in der Nacht subscribed, wo ich Partnerstatus bekommen habe. Mr. Washi Washi und Tesolol, willkommen. Dann haben wir noch den Yagiyu Yubai, auch da einen traumhaften. Weißt du, wer die meisten Kanalpunkte hat? Ich würde tippen, SG Ari hat die meisten Kanalpunkte, oder? Oder Blade Day oder Marquez, die sind sehr, die haben sehr, sehr viele Kanalpunkte. Danke an Soraya für den Support und Fischi, vielen, vielen lieben Dank für die 20. Können wir mal einen schönen Fackelzug bekommen in den Chat hier? Lass die Fackeln kreuzen hier. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Ganz, ganz viel Spaß hier im Stream. Vielen, vielen Dank, Mr. Fischi. Danke an Esmone und Strola, genauso wie der Asuno. Wir sind schon wieder top, denn ich hasse alles. Goddammit. Mit. Also auf dem Account wird's echt rough. Wir spielen 50% unserer Games Secondary Roll schon. Danke auch an Xack für den Support. Willkommen. Ich musste auch sagen, wer der schlimmste Sub ist. Der schlimmste Sub. Ich hatte mal jemanden, ich weiß aber nicht mehr genau, wie der hieß. Aber der war so 4-5 Monate Subscriber und der hat mir, als ich krank war, da hatte ich mal so einen kurzen Ausfall. Das war letztens während der Kehlkopfentzündung, war das vor 1,5 Monaten oder so. Da hat der geschrieben, da hat er mir eine Nachricht geschrieben auf Twitter, was ich mich erdreiste, so viel Ausfall zu haben und dass er das nicht mehr unterstützen kann und dafür zahlen und ich soll ihm seinen Sub zurückgeben und das ist eine Versprechung falscher Dings, dass ich immer on bin. Der hat eine ellenlange Nachricht geschrieben dazu. Go, I don't care. Oh. Muss er entscheiden hier.
Oh, das ist Toplane Skarner, ist das, ne? Findet ihr Conditioning besser? Findet ihr Overgrowth besser? Kann man irgendwie so spielen? Ist das bad? Wir haben nur Skarner CC, ne? Lass mal einen neuen Irelia-Skin nehmen. Die Sentinel-Irelia in rosa. Ich hole mir ganz kurz noch mal ein Getränk, Leute. Bin gleich wieder da. Second Wind wegen Skarner W-Puck. Gut nachgedacht. Ich lasse uns auch an Flinching. Guter Call. Habe ich nicht dran gedacht. Hast völlig recht. Guter Call. Getränk holen. Nein, nur Diamond-Spieler, was ist denn da passiert? Okay. Oh no, ist das nicht die Annie von gerade eben? Die war nicht so gut, muss ich sagen. Nee. Was ist das denn, wenn ein Streamer 30 ins Stream ein Getränk zu holen? Ja, manche Leute sind da knallhart, muss ich sagen. Da ist das schon, also, dass man mal kurz Pausen macht oder aufs Klo geht. Es gibt jemand, der hat mitgezählt, wie oft ich aufs Klo gehe und ist zu dem Schluss gekommen, dass ich zu viele Klopausen mache. Der hat mir dann eine Excel-Tabelle geschickt auf Twitter, wo er meine Klogänge dokumentiert hat und wie viele Minuten ich gefehlt habe. Das ist so Amazon-Level an Mitarbeiter. So. Danke an Texter und Ocherot für den Support. Willkommen. Das fand ich aber auch so schön, dass er so meine normale Arbeitszeit in der Woche hat er irgendwo auf 70 Stunden oder so festgelegt, aber trotzdem, die drei Minuten Toilettenpausen am Tag sind auf jeden Fall zu viel. Also 3 Minuten Toilettenpausen in der 70-Stunden-Woche, weiß ich nicht, ob das, und dann auch noch Essen am Arbeitsplatz, das ist nicht genehmigt, glaube ich. Der hat so einen Koeffizienten, irgendwie Klogänge per Stream hat er, den KPS ausgerechnet. Da hatte ich dann irgendwie 2,4 KPS. Das heißt, ich gehe durchschnittlich in einem 8-Stunden-Stream, gehe ich zweimal auf die Toilette. Der wäre actually in China, der wäre Mitarbeiter des Monats, kann ich euch sagen. Ja, es gibt einfach so viele Lieder, die ich schon 100 Mal gehört habe und jedes Mal in diesem Stream. Ja, also ich meine, wir haben halt, dadurch, dass ich so viel streame, hast du natürlich schon krasse Repetition bei den Songs. Ja? Ich brauche unbedingt mal neue Playlists, wenn ihr Ideen habt. Ich brauche dringend neue Playlists. Also ganz dringend. Ich meine, zum Beispiel bei der Playlist, ich kenne jeden einzelnen Song auswendig. Wie findest du den neuen Skarner? Ich glaube, auf Toplane ist er sehr gut, im Jungle ist er nicht so gut. Let them come.
Ja, herüber. Könnte die Yanni-Playlist empfehlen? Alles klar, dann machen wir mal DJ Yanni-Playlist an. Wie finde ich die? Yanni-Playlist. Nee. DJ Yanni-Playlist? DJ Kani hätte ich ja. Minions have spawned. Ja. What strange thing through me? I do not know. Matte nur ja. Bia. Blood. Blood. Was sagt der Blood? Was soll das? Blood, okay, das sind schon mal Ghoster, die Gegner. In this case, Blades. Oh, wir sind nur fair. Jeez. It sucks. Aber das ist sehr, sehr gut, weil das sind schon mal Ghoster, ne? Weil die haben den Lanesfop predicted. Yup, Blood. Es ist Schicksal. Was ist Schicksal? D&B Smoothie von Schwarzwald und Söhne. Okay, wenn Kaiden 96 das empfiehlt, muss es Jod sein. Weil sagt der Black People? Oh. Oh, der sagt Black. Ah, oh. Okay. Bei deiner Rap-Einlage kam mir gerade der Lieferbote. Er hat mich selbst angeschaut. Sag mal, was machst du denn auch? Du weißt doch, wenn du den Don Novay-Stream schaust, musst du entweder auf der Toilette sein oder bekifft. Das steht doch sogar in meinen Statistiken. 60% meiner Zuschauer interessieren sich für Botanik und 70% meiner Zuschauer sind gerade kacken. Ich kann das letztlich aus meinen Statistiken ziehen. Interessieren sich für Botanik, ne? Schon recht, Kollege. Auch mal den Clip anschauen. Was für ein Clip ist das? Busted. Was ist das für ein Clip, bitte? Warum ist da links Deep Throat? Weil ich danach gesucht habe, glaube ich. Ich glaube deswegen. Das ist ziemlich wahrscheinlich deswegen. Schere. Alright. Wir gehen kurz in die Fullcam. Wie löscht man das, Chat? Wie löscht man das? Wie lösche ich das? Wie lösche ich das? Das ist einfach Air Deep Throat. Oh. Mein Gott. Oh, ja. Warum ist da links Deep Throat? Weil ich danach gesucht habe, glaube ich. Ich glaube deswegen. Aber ich muss sagen, das ist das Beste, was du machen kannst, was er da macht. Das ist legit das Beste, was du machen kannst. Der steht einfach dazu. Der steht einfach dazu, der sagt einfach, jopp, habe ich danach gesucht. Ne? Deutschlands erfolgreichster Streamer, meine Damen und Herren. Gary is Buis. Ich bin schon wieder Toplin, das kann aber nicht wahr sein. Danke an Henki für den Support. Willkommen. Earthporn steht drunter. Ja, bei Earthporn ist tatsächlich, also Earthporn bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das auch schon angeschaut habe. Das sind so richtig wunderschöne, malerische Momente halt rund um den Globus. Also so insane Sonnenuntergänge oder Wasserfälle mit Regenbögen und Klippen und Zeug.
Das ist richtig schön. Ich glaube, das ist richtig schön. Ja. Und wer ist meiner Meinung nach der beste westliche AD Carry aller Zeiten? Ich meine, aller Zeiten wahrscheinlich Reckless, oder? Der ist natürlich mittlerweile nicht mehr so gut. Ansonsten Hansi? Hansi, maybe? Das krasseste Ergebnis für Europa hat wahrscheinlich Perks erzielt. Ich würde wahrscheinlich Reckless sagen. Nee, nee, nee. Ich würde gerne swappen, wenn ich dürfte. Dankeschön. Die Antikatze. Vielen lieben Dank für den Support. Reckless Ken war genial. Ja, Reckless war ein absolutes Powerhouse für Europa eine ganze Weile. Was sage ich aus der Challenge gestern geworden? Wir haben es leider nicht geschafft. Wir haben um 5 Uhr in der Früh haben wir aufgeben müssen. Okay, wir spielen gegen Skana. Wahrscheinlich Gragas hier, oder? Ich meine, der Shaco wird ja ziemlich sicher AD sein. Ist das zu viel Magic Damage mit Gragas? Ist das zu viel Magic Damage? Wir brauchen halt den Bonk für den Heal. Ziemlich sicher. Welche Strafe bekommt ihr, weil es nicht geschafft hat? Es gibt keine Strafe gestern, gab's nicht. Gestern gab es keine Strafe, gab es. Außer die Schande. Die Schande wird immer an uns kleben bleiben. Was war noch offen? DBD, Dota und PUBG, die drei. Aber PUBG, das war nicht mal knapp, dass wir das schaffen, tatsächlich. Das war nicht mal knapp mit PUBG. Also der Shaco-Spieler, ne, das ist so ein Name, da erwartet man den Shaco-Spieler dahinter, muss ich ja sagen. Na klar, ne? Danke an Brainy TV für den Support. Willkommen. Genauso wie den Sucre. Einen wundervollen. Ich hätte eher Kassadin gedacht. Nee, was mit Kassadin? Kassadin? Was hättest du mit Kassadin gedacht? War Rengar gebannt? Wahrscheinlich, ja. Er ist ja Aishui Rengar. Okay, wir spielen gegen Skarner Toplane. Das soll sehr broken sein. Ich bin gespannt. Jetzt gucken wir doch mal, was wir machen können hier. No, noch nicht Karma, nee, noch nicht. Ich distanziere mich von meinem Username. Ich liebe Ricarda Lang. Minions have spawned. What the fuck? Ricarda Lang ist die Grünen-Politikerin, ne? Okay. Ich glaube, der Mann geht einfach für die Clowns-Performance. Der lebt den Shaco aus, ja. Ich glaube, der ist einfach ein Clown im Herzen. Rock the house. Rock the house. Mhm.
Doctor House. In Exchip kann ich First Strike überhaupt einsetzen gegen den? Nee, ne? Genau, wegen der Scheiße. Der macht das ja immer weg. Doctor House. Boah, hab ich heute Bock einfach zu nerden. Let's fucking go, Leute. Wir werden heute richtig reinfahren hier. Ihr könnt euch dann überlegen, ob wir versuchen, die Challenge weiterzumachen heute Nacht oder ob wir Elden Ring spielen. Als Abschluss. Das sind die zwei Optionen. Ich habe tatsächlich jetzt wochenlang keine Termine. Klar, ich habe so ein bisschen Termine, die online sind. Sowas wie zum Beispiel eine Tarte Flambé machen oder A1 Qualifier oder Final Fantasy On-Stream spielen. Aber die meisten Sachen davon sind ja auch einfach cool. Und ich muss jetzt nicht mehr reisen. Diese Reisen kosten mich so viel Lebensenergie, ne? Ich sage dir das. Das kostet mich einfach so viel Lebensenergie. Nice. Rock the house. Was haben die Jungle Master je? Warum habe ich eigentlich keinen Face Rush dabei, sondern First Strike? Ist diese Woche Tatplan weh. Ja, ich habe die wegen meiner Krankheit ein bisschen aufschieben müssen. Aber jetzt geht's mir ja wieder besser mittlerweile. Das heißt, jetzt machen wir so. What? Wow, what? Das war ja gigasmooth, hä? Das war absolut insanely smooth, ne? Rock the house. Die Reisen kosten nicht nur Kraft, sondern auch Gesundheit. Ja, ich meine, diese Reisen, so wie ich die mache, ist natürlich auch völlig dämlich, ne? Muss man fairerweise sagen. Ich mache ja immer diese super-duper Rundtrips, wo ich mir überhaupt keine Pausen und Auszeit und so gönne. Sondern einfach nur, damit ich möglichst viel noch streamen kann. Ja, der geht... Wait, what? Das ist ein AP-Scanner. Mit Churelias vielleicht? Nice. Ein interessanter Champion. Dann geht Liandris into Full Tank. Okay, ich bin gespannt. Na, pokst du einfach mit dem V, oder was? Wir müssen auch mal den Tolkien AP Kench ausprobieren. Der sah echt gut aus, der Bild. Das ist eine Honey, die können wir jetzt nehmen. Und das ist richtig im Sommer richtig Urlaub. Also vor 2 Jahren oder so war ich auf den Malediven. Das war sehr urlaubig. Mal hier zurück. Was passiert, wenn man early diese 3 Heralds macht? Na, da passiert erstmal gar nichts. Du machst ein bisschen mehr Damage an Turrets und du machst so einen kleinen Dot auf die Turrets, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Damn.
Das ist actually sehr rough, was mit dir passiert. Okay, gehen wir nach oben. Hat dir auf der Maladie der PC gefehlt oder kannst du komplett abschalten? Ich kann komplett abschalten, wenn ich nicht am PC bin. Ja, ja, das geht ganz leicht. Ich hab da überhaupt kein Problem. Skana Toplan, sehr spannend, sehr spannend. Au. It's disgusting, ey. Mhm. Hätte man Flash predicten müssen, ne, natürlich. Hätte man natürlich Flash predicten müssen. So, wir brauchen die Wins heute, Leute. Das Projekt, also tatsächlich, Winratio technisch läuft sehr gut, aber ich krieg nicht genug Spiele rein in die Accounts gerade. Weil ihr dürft nicht vergessen, dass der große Teil des Climbs kommt ja jetzt dann erst, wenn wir in Master sind. Weil Master brauchst du aktuell irgendwie 600 Punkte oder was das ist. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass wir ein bisschen mehr zu Potte kommen. Ich hab keinen Flash mehr. Wir sind extrem weit ahead top. Wir haben jetzt auch schon Road of Ages. Also Toplane ist komplett doomed für die Gegner. So. Wie schnell er ist? Ja gut, der hat da sein Dings eingesetzt. Da. Seinen komischen Dash. Ist schon okay. Und er hat schon 30 CS und eine Platte ahead. Also Toplane ist komplett doomed für die. Gut. Hier rüber. Wie will dein Pechanger? Ne, danach ist es nicht mehr so lang. Das ist das Gedanke, ja. Nice. Ich meine, das ist gegen manche Champions ist das bestimmt gut, aber natürlich nicht gegen sowas wie Gragas, der halt so viel Sustain einfach mitbringt. Das ist natürlich nicht so stark. Mhm. Ist das normal, dass das so instant geht? Das wirkt echt stark. Das muss ich sagen, wirkt sehr stark. Der hat das jetzt schon zweimal gemacht. Sehr interessant, der Move. Heute im Office gewesen, bin richtig ausgelaugt. Na, dann setz dich an den Twitch-Chat und erhol dich mal wieder richtig, Sierskin. Und laut die Batterien wieder auf. Ich hab das auch. Ich hatte jetzt bei diesen Events, ich muss ganz ehrlich sagen, das waren super liebe Leute und es hat wahnsinnig Spaß gemacht alles. Aber ich bin irgendwann einfach durch. So. Irgendwann will ich einfach meine Ruhe haben und will an meinem PC sitzen und will einfach mein Ding machen. Wisst ihr?
Denn bei mir, meine Batterie ist auch, ich meine, jeder ist da ein bisschen anders, jeder Mensch. Es gibt auch Leute, die richtig aufgehen. Das ist aber echt ein guter Scanner, der Kerl, oder? Ich meine, es ist völlig nutzlos trotzdem, aber es ist schon gut. Hoffentlich dasht er auf mich. Oh nein! Fettsack in Nöten. Die Ulti war nicht ganz so gut. Holy shit, das allerdings war sehr gut. Leute. Das hingegen war leider sehr gut für ihn. So ein bisschen, da habe ich mich so ein bisschen wie ein Torero, habe ich mich da gefühlt. Richtig ausgetribbelt, den Boy. Der ist jetzt aber richtig nett. Oh, der hat gefallen, der hat gefallen. Danke an Mörder auf für den Support. Willkommen. Ich wäre an seiner Stelle so verdammt sauer. Ich glaube, der kocht gerade auch ein bisschen, du. Der Shaco ist auch sehr hart am Carryen und Botlane ist auch guter Hit. Also das Game sieht sehr gut aus, Leute. Das Game sieht sehr, sehr gut aus. Heute alle Accounts auf Master wäre huge, oder? Machen wir das? Müssen wir ausrechnen, wie viele Games das ist. Wir können es heute actually schaffen, ne? Wir könnten es heute schaffen. Wenn wir uns bemühen. Na, na, na. Okay. Do, 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 do. Alter. Also ohne Scheiß, ich finde, der Kerl spielt so gut, aber dieser Champ ist einfach so derbe useless, ey. What the fuck is that? Der ist richtig gut auf Skana. Elo, spielst du den Account bis Challenger ist geplant? Triple Challenger ist die Hoffnung. Er ist richtig scheiße auf Skana, findest du? Ich finde, er macht das richtig gut, ey. Also ich persönlich finde, Skana an sich ist okay, aber sie müssen die Ulti irgendwie besser machen. Ich finde, diese Ulti ist einfach so ein Scheiß-Spell, ey. Und Frosch unter mir. Leute, der geht einfach basen. Der könnte Bot tippen, müssen aufpassen. Und basen. Aber ich glaube auch, das Matchup ist einfach sehr, sehr unschön für ihn, ehrlicherweise. Aber in dem kann er nicht so viel machen. Jetzt Liandry ist ready. Das heißt, jetzt schauen wir mal, ob der Damage besser ist. Stimmt Green, er braucht jede Wave. Wut, 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 kleiner Skorpion. Du willst die Wave da auch, oder? Komm. Das ist wirklich so eine juicy, saftige Wave stehen. Really? Goddammit. Immer diese konservativen Spieler. Ich wäre auf jeden Fall noch für die Wave reingecheased. Das kann ich aber versprechen, ja. Ich wäre bereit gewesen zu sterben für das Ding.
Skarner top noch so OP. Also ich glaube, also das Matchup wirkt schon sehr unplayable für den Skarner, aber das ist gut, Top-Lane Skarner, ja. Das ist gut, aber ich glaube, es ist sehr Matchup-abhängig. Ist ein Comment für die Playlist. Die hat jemand aus dem Chat empfohlen. Die heißt Drum and Bass Radio. Von Schwarzwald und Söhne. Minding me. Yeah. 100 Gold. 100 Gold ist relativ wenig. Ich glaube, das war ein geplanter Bait. Oh mein Gott, ich bin jetzt alle. Ne, nochmal, der ist tot. Na, kleines Schwupsi da an der Stelle, Nemo. Das passiert im Besten doch da mal ein bisschen ein kleines Schwupsi passiert. Nice, nice, nice. Wir haben den Drake, wir haben den Blue. Wir können jetzt Richtung Kryptblum gehen. Wir könnten Richtung Sonyos gehen. Kann gerade wieder rein. Kurz den Part des Gesangs von dir fand ich tatsächlich sehr angenehm. Ja, ich bin ein großer Sänger. Aber persönlich sehe ich mich immer eher bei Schlagermusik. Ich glaube, ich wäre ein sehr großer Schlagersänger. Ich sehe mich da so in den Fußstapfen der Wildecker Herzbuben, fühle ich mich da. Gestern die Wind-Challenge noch geschafft? Nee, haben wir nicht geschafft, leider. Nee, haben wir leider nicht geschafft. Naja, es gibt ganz große Songs von mir, gibt's. Kann ich gerne mal einen anspielen, wenn ihr wollt. Eine Studio-Production von mir. Soll ich mal einen anspielen? Ja, komm. Nach dem Game. Spiel hören an. Los, eine Sekunde für W. Ja, jemand echt Damage, muss ich sagen. Der hat richtig rein. Ui, 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 ui! Was? Die können alle töten hier. Unsere Botlane ist so strong, die sind so strong. Nice. Bin ich einfach ein Nashmangel? Ohne den Leuten in der Winterstunde zu nahe zu treten, manche haben auch sehr frühzeitig aufgegeben. Naja gut, weißt du, das war halt eine Challenge. Wir wollten praktisch von 12 bis 12 wollten wir machen. Und das ist ja eh ziemlich krass, dass Kani und Brücki überhaupt so lange durchgemacht haben noch. Die Challenge war einfach viel zu lang. Ich habe ja am Start der Challenge gesagt, Leute, das ist nicht wirklich schaffbar. Seid ihr euch sicher? Und dann Kani wollte ja noch ein paar Extra-Games sogar obendrauf haben. Ja, als ich die Liste gesehen habe, ich wusste, das schaffen wir niemals. Like, das war eine kranke Challenge. Also wirklich eine kranke Challenge war das. Also unmöglich schwer. So. Ich meine, tatsächlich sind wir unfassbar gut durchgekommen und trotzdem war es ja nicht mal knapp. Was war noch offen? Dota, DBD und PUBG tatsächlich.
Also drei von den schweren. So. Leg mir doch der Brecher mit Valonor. Velo war überhaupt kein Brecher. Velo war sehr einfach dieses Mal. Und der kommt nicht in Time weg. Immer noch mehr. Soll ich nur nicht wehen lassen. Nice. Und Flexio hat auch nicht, also ich meine, Flexio hat halt 4 Stunden gedauert, was auch nicht so schlimm ist bisher. Am Ende, das waren halt einfach viel zu viele Games. Ich meine, wir hatten eine Challenge, wo wir, der Plan ist 12 Stunden Challenge und wir haben 15 Games auf der Liste, weißt du? Ja, das ist halt, also dann irgendwann wird es halt ein bisschen utopisch, das ist halt einfach zu viel. Ich meine, wir haben Fall Guys im ersten, wir haben Valorant im ersten, wir haben Ultimate Bravery in 40 Minuten und so. Das lief eine unfassbar gut, lief die Challenge. Ich hab gleich wieder Ulti. That's not the right direction, bro. Genug. Genug, ja. So nervig zu killen, ne? Oh, really? Ist ja ganz schön schmal, der Kasadena, ne? Nur ein bisschen aufpassen, weil der hittet jetzt dann relativ bald halt Power Spike. Ja, eine Menge Gold halt noch. Ja, ich sollte schon längst basen, auf der anderen Seite. Können wir Botlane pushen noch vielleicht? Wann wird die Strafe der gestrig nicht geschafften Windchallenge ausgetragen? Es gab keine Strafe für die gestrig nicht geschaffte Windchallenge. Es war, wisst ihr, es war mehr so ein Spieleabend mit NNO alt. Ich glaube, das ist was, was sich sehr viele Zuschauer mal wieder gewünscht haben, dass wir mal wieder zusammenspielen. Weil wir haben uns jetzt ewig nicht mehr zusammen gezeigt. Wir haben nie was zusammengekriegt. Und ich, also, und nicht nur ich, sondern auch andere Leute der Gruppe würden da gerne was dran ändern. Wir würden gerne was dran ändern. Wir würden gerne wieder ein bisschen mehr zusammen machen, ein bisschen mehr zusammen spielen. Und deswegen gibt's jetzt ein, es gibt jetzt ein Tryhard-Turnier am Wochenende, gibt's, auf das ihr euch freuen könnt. Und es gab jetzt halt mal so einen Spielerabend, so eine Challenge halt. Oh mein Gott, das ist bad. Und wenn euch das gefällt und wenn ihr da Bock drauf habt, kann es sowas vielleicht auch häufiger geben. Gut.
ich ändere mal, ne? Wenn ich dich finden möchte. Fuck. FPO war minimal, ich finde, das ist sehr bad, dass ich der Jinx den Shadow biete. Wir sollten aber nischen dann dementsprechend. Ich meine, ich hätte sehr viel Gold. Na, jetzt sind wir um einiges stärker, ja. Jetzt holen wir uns noch einen schönen Cosmic Drive dazu. Für ein bisschen mehr Ability Haste und dann geht's ab, ja. Auch eher nervig dann aus allem eine Win-Challenge zu machen. Ja, das sollten wir anders nennen. Wir sollten das Spieleabend nennen. Das hast du, da hast du völlig recht. Spieleabend ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Das sind einfach Kollegen, die miteinander zocken und die Spiele spielen, die ihm Spaß machen. Aber da war jetzt kein wirklicher Druck dahinter oder so. Findest du Objective Bounties eine gute Einführung? Ich finde, es ist eine nötige Einführung. Die sind teilweise sehr frustrierend, aber ich glaube, das Game funktioniert nicht mehr ohne sie. Weil mittlerweile snowballt das Spiel so hart. Das heißt, wenn du keine Objective Bounties hättest, dann hätte ein Team, das behind ist, glaube ich, gar keine Chance mehr zurückzukommen. Ist mein Gefühl. Ich glaube, es muss Objective Bounties geben, würde ich sagen. Die Jenna ist einfach 0-17. Das war eine Ansage, ne? Holy shit, boy. God damn. Ist trotzdem eine Challenge, man muss sie ja nicht schaffen, deswegen eine Challenge und Bestrafung eh lame. Ja, ich meine, ich glaube, für uns war es sehr lustig und es hat Spaß gemacht, mal wieder was zusammen und für euch hoffentlich auch, ja. Das ist ja das Coole bei den Challenges oder bei diesen Spieleabenden, wo du so Listen arbeitest, ist einfach, du sitzt mit anderen Creatoren zusammen, du lernst neue Spiele kennen und du daddelst einfach und hast eine gute Zeit. Gestern habe ich 15 Stunden gestreamt und es hat sich einfach angefühlt wie ein normaler 8-Stunden-Stream oder sowas. Weil es einfach, es macht so Spaß, es bringt so viel Abwechslung mit rein. Shaco reporten, ich glaube nicht, dass man den, also du kannst niemanden dafür reporten für den Namen, würde ich jetzt sagen, oder? Also, ich würde sagen, dass das also nicht reportable ist. So, danke an Hoffmar für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Nee, danke auch an Dori für den Support. Gibst du dir mal vor allem das Tunnel? Ja, das ist, ich meine, das ist ein wichtiger Teil. Ich bin ja bei diesen meisten Wind-Challenges, bin ich ja mittlerweile das größte Mobbing-Opfer, ne? Also ich werde ja die ganze Zeit in die Mangel genommen. Und das ist okay, wisst ihr, dafür zündle ich auch gerne mal ein bisschen. Natürlich muss man dann auch bereit sein, ein bisschen sein Fett wegzubekommen. Das ist okay. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Faker geklärt.